Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 317. Mein Name ist René und der Mensch, der die ganze Zeit so hektisch ins Mikrofon atmet, ist der Marvin. Alter, ja, das ist ganz schön schlimm gerade, ne? Ich merke es auch, die Nase ist die ganze Zeit zu. Gute! Genau, und der, den man gar nicht hört, das ist der Basti. Gute und Grüße. Gute und Grüße und Dings. Genau. Wir wollen heute über die Eintracht, über Freiburg, über korrekt ausgeführte Einwürfe und andere Dinge und geplatzte Transfers natürlich sprechen. Bevor wir das tun, möchte der Marvin was sagen. Da gibt es dieses neue, super tolle Projekt von ihm, das nennt sich Fußball 2000 und da haben wir ganz viele Fragen dazu bekommen und vielleicht kann der Marvin da mal kurz was sagen und vor allen Dingen auch, wo man das findet. Oh ja, also, du hast vollkommen recht, es ist aber nicht nur mein Projekt, sondern das ist auch ein Projekt, da ist der Basti dabei. Genau, gut, Grilltipps schickt ihr bitte an basti-red auf Twitter. Das ist eine Kochsendung. Wir haben uns überlegt, wir erweitern einfach unser Sortiment. Wir wissen, wir müssen uns irgendwie anders irgendwie auch aufstellen. Ne? Und da, wie gesagt, ist der Basti dabei, der Marc und der Jan. Wir alle gemeinsam machen das mehr oder weniger vor der Kamera. Es geht im Endeffekt darum, ihr habt es ja auch mitbekommen. Wir haben ja auch beim Eintracht Podcast einen eigenen YouTube-Kanal und da hatten wir auch irgendwann mal gedacht, wir wollen mehr eigene Videoformate machen. Dazu fehlt uns aber jetzt persönlich einfach die Zeit, um das nur so zu machen. Und der Jan Vogel, ist ein guter Kollege von mir, der hat die Idee gehabt, der hört unseren Eintracht-Podcast unregelmäßig, hört auch andere und hatte gedacht, eigentlich müssen wir das, was ihr so macht, in einer anderen Art und Weise vielleicht nochmal ein bisschen irgendwie schneller, ein bisschen moderner vielleicht, sage ich mal, für ein Videoformat irgendwie auf die Seite bringen bei YouTube. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen, haben gedacht, wie können wir das am besten machen. Und jetzt ist die erste Folge online, das ist Fußball 2000. Das heißt, es geht so 20 bis 40 Minuten pro Woche, immer am Dienstag, um die Frankfurter Eintracht. Wir werden auch aktuelle Themen besprechen, haben ein bisschen andere Themenfokussierung, als es hier ist. Hier können wir natürlich auch noch länger über gewisse Themen sprechen, die man natürlich in 20 bis 40 Minuten vielleicht gar nicht so behandeln kann. Das heißt also, der Eintracht-Podcast, das, was ihr hier hört, ist dann nochmal die Ausführung dessen. Aber ein kleiner Zusatz für euch, ein kleines Häppchen, will ich mal meinen, 20 bis 40 Minuten, einmal die Woche, dienstags mit uns bei Fußball 2000. Wir werden viele Kleinigkeiten noch mit reinbringen. Was ist Kurioses in Sachen Social Media passiert? Worüber regen wir uns auf? Was finden wir interessant? Rund um die Eintracht, mal mehr, mal weniger. Und mit dieser Besetzung, die manchmal auch noch Gäste beinhaltet, aber meistens, wie gesagt, war dabei Marvin, Basti, Marc und manchmal auch der Jan. Und ansonsten kommt da noch der ein oder andere dazu. Ich kann nur sagen, Leute, abonniert. Ihr findet uns bei Twitter auf Fußball, also mit Doppel-S, Fußball-2000, Hashtag Fußball2000, da brauchen wir nicht den Untenstrich, da könnt ihr uns auch finden. Und natürlich bei YouTube, da senden mehr oder weniger, hört sich total altmodisch an, ja. Aber da machen wir den ganzen heißen Scheiß bei YouTube, auch Kanal Fußball2000. Bald heißen wir dann auch offiziell so, dass man dann nur noch YouTube Fußball2000 eingeben muss und sofort findet. Aber wenn du es jetzt reinhaust, dann siehst du es schon. Und wie gesagt, lasst ein paar Likes da, Kommentare, natürlich auch Negatives. Gebt uns Feedback, wir wollen das, wir wollen besser werden. Und wir sind ein fluides System, will ich mal meinen. Das heißt, wenn eine Kategorie nicht so gut funktioniert, schmeißen wir sie raus und machen in der nächsten Woche eine andere. So, insofern, ganz klar ist aber noch, um nochmal ganz klar festzuhalten, das ist kein Ersatz für den Eintracht-Podcast. Beides steht. Der René ist immer noch da, den wird es eine Weile geben. Mich wäre der nicht los, könnte er voll vergessen. Auf jeden Fall. Und wenn der René auch mal in Frankfurt ist, dann kommt er auch mal bei uns dazu. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, durch meinen Arbeitgeber auch, dass wir hier das jetzt produzieren können und uns zum Beispiel, also ich kann mich nur darauf konzentrieren, zu moderieren, muss nicht noch den Schnitt machen, das würde ich niemals hinbekommen. Gerade in dieser Feinheit, wie das jetzt passiert. Deswegen Arbeitsteilung haben wir hinbekommen und der Basti ist auch dabei und beim nächsten Mal gibt es aber keinen Grill. Ja, Mona schreibt im Chat, Basti soll nochmal einen Kurs im Brotgrillen besuchen. Es hat doch allen geschmeckt, der Boki war sehr begeistert, lass mich in Ruhe. Kochsendung trifft es aber ganz gut, als ihr da am Anfang diese Kärtchen da rausholt und diese Bewertung macht. Das erinnerte mich an so ein bisschen an diese Kochsendung, die es auf Vox immer gab, wo Rainer Kalli Kallmund auf zwei Stühlen saß und dann auch so Kärtchen, so Schätzelein. Es kann sein, dass daran das kein Zufall war. Ja, kann sein, dass das kein Zufall war. Und ich bin froh, dass ich noch einen Stuhl brauche. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst dann noch unter euch klären, wer von euch Rainer Kallmund ist und wer der andere Schnösel da ist. Das, die Auflösung erwarte ich in einer der nächsten Folgen.
Gut, dann haben wir das Thema auch geklärt. Wie gesagt, ich bin auch vielleicht irgendwann mal dabei. Bei mir ist einfach nur die Problematik mit der Entfernung und es ist schwierig, dann da spontan runterzufahren. Aber wenn es passt, werde ich mich da irgendwie reinstehlen und wenn ich von hinten irgendwie die Gitterstäbe von dem Hinterhof da durchbeiße oder was auch immer. Wir sind ja zum Glück nicht immer am Hinterhof. Es gibt auch noch eine normale Location. Ja. Die werdet ihr dann nächste Woche zum ersten Mal sehen. Ich kann euch ganz kurz versprechen, wir wissen selber noch nicht genau, wo wir dann sein werden. Also es bleibt spannend und schaut es euch einfach an, bleibt dabei. Genau, also wenn ihr Feedback habt, Location-Tipps, was auch immer, haut es bei YouTube in die Kommentare, abonniert den Kanal und wir erwarten, dass ihr das schaut und uns hört. Mindestens. Das ist Pflicht. Das sollte möglich sein. Ich denke, die wöchentliche Dosis Eintracht-Content ist damit ein wenig erweitert, aber auch nochmal, wie gesagt, ein bisschen andere Nuancen. Wir wollen damit natürlich auch vielleicht mal auch zusätzlich noch ein paar jüngere Generationen ansprechen bei YouTube und so weiter und so fort. Da werden wir wahrscheinlich mega einen auf den Sack bekommen, was wir alten Säcke da auf YouTube treiben, aber ich bin gespannt, welche Kommentare es gibt. Hast du unsere Hörer gerade alt genannt? Nein, wir haben alle Altersschichten. Wir haben von 16 bis 66 wahrscheinlich, aber vielleicht gibt es auch die 14-Jährigen, die Bock auf die Eintracht haben. Genau, die 70-Jährigen genau. Dürfen hier aber auch noch zuhören. Alles klar. Natürlich. Ja. So, bevor der Marvin sich hier weiter um Kopf und Kragen redet, lasst uns doch lieber zum Spielerischen kommen, was da am Wochenende stattgefunden hat. Erst endlich ist die Bundesliga wieder da. Endlich können wir die Eintracht wieder sehen und die Frage, die im Vorfeld ja so ein bisschen war, ist diese Mannschaft überhaupt Bundesliga-tauglich? Fangen wir vielleicht mal vorne an mit der Aufstellung. Das war ja so ein bisschen Wundertüte, was ja jetzt wahrscheinlich auch einfach so dem einen oder anderen Verletzten dann noch so ein bisschen geschuldet ist. Am meisten überrascht haben mich eigentlich zwei Dinge. Zum einen hat es mich erfreut, dass es dann doch irgendwie so Richtung 4-4-2 ging, was wir ja letzte Woche diskutiert haben, wo wir gesagt haben, 4-4-2 mit Gacinovic vielleicht ein bisschen zu offensiv. Und dann die linke Seite speziell, Tavata und Willems, wo ich von vielen Leuten gehört habe, dass das eine sehr, sehr defensive Aufstellung gewesen wäre. Also ganz ehrlich, ich fand die linke Seite alles, aber nicht defensiv. Die linke Seite, ja, das ist ein guter Punkt. Basti, wie siehst denn du das? Also ich kann schon verstehen, dass Leute das als defensiv empfinden, wenn auf der linken Seite zwei Linksverteidiger sind. Also das von Grund her verstehe ich die Kritik. Natürlich hat sich das auf dem Platz dann nicht so dargestellt. Ja. Zeigt natürlich, dass, wie gesagt, also für mich hat es so ein bisschen gezeigt, Hütte hat sich gar nicht verrückt machen lassen, weil diese Aufstellung hätte ihm auch um die Ohren fliegen können. Also dass er Rust draußen lässt, einen Dicker spielen lässt, der vorher gar keine Rolle gespielt hatte. Dass er wirklich auf diese Außenspieler setzt und auch nach dem Spiel hat das, glaube ich, auch gesagt, dass er sagt, er will auf jeder Seite zwei Außen haben. Und ich hatte das ja auch gesagt, wenn ein Neuzugang kommt, vielleicht sind die Schlüsselspieler für ihn gar nicht so wie für uns in der Zentrale, sondern vielleicht sind das die Außen bei ihm. Es kann sein, es wirkt auf jeden Fall so, weil er dann trotz Personalnot, will ich es mal nennen, dieses Ding durchgezogen hat. Und da habe ich auch geschluckt vorm Spiel. Nicht, weil ich ihm nicht vertraut hätte, sondern weil ich dachte, die Kritik ist eh schon da. Und wenn die Sache schiefgegangen wäre, wäre die noch lauter geworden und dann wäre diese Aufstellung noch mit in die Kritik eingeflossen. Deswegen bin ich umso erleichterter, dass es am Ende funktioniert hat, ja. Weil es hat auch funktioniert. Also klar, die anderen Torschüsse sind zugelassen, aber ich fand das war nicht so schlimm, wie manches vielleicht befürchtet hat. Also ich muss auch sagen, kurz vor Beginn, also als ich die Aufstellung mitbekommen habe, ich habe das übrigens alles im Radio verfolgt. Also ich habe mir das Spiel natürlich danach nochmal auch wirklich 90 Minuten gegeben, aber ich habe das komplette Spiel im Radio bzw. Amazon Music verfolgt. Und ja, die machen das echt gut. Auch gut, das Ansgar Brinkmann als für die Eintracht da war, hat mich ein bisschen gewundert, weil bei anderen waren es irgendwie Podcaster oder Blogger oder so. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht macht das einer, vielleicht macht das Etienne oder so. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert, aber Ansgar hat es ja auch grundsätzlich danach ganz gut gemacht. Was ich sagen muss, was mich irritiert hat, war auf jeden Fall, dass Indika spielt, bei dem ich vorher eigentlich gedacht habe, dass der erstmal gar nicht so relevant ist, ja, für die Anfangsformation. Und gleichzeitig Taleb Tavata. Da war es bei mir so, okay, interessant, den hatte ich eigentlich schon fast draußen gesehen. Der war für mich eigentlich auch gedanklich schon weg, ja. Ja, aber wie sich das entwickelt hat, ich meine, über Indika hat man ja auch schon mal gesprochen, das ist ein grandioser Typ und ich muss auch sagen, dass die Außen einfach gut funktioniert haben. Da Costa im Offensivspiel ist noch manchmal so, die Flanken sind ausbaufähig, aber ich fand, dass die wirklich gut performt haben. Und dafür, dass diese Mannschaft so kurzfristig im Endeffekt zusammengestellt wurde, mit den kurzfristigen Ausfällen klarkommen musste, haben die das echt ordentlich gemacht. Ja, definitiv. Das,
Und das ist genau das. Also ich habe auch dann nicht mehr erwartet. Natürlich war das eine Leistung, wo du sagst, okay, das wird wahrscheinlich gegen eine Mannschaft, die ein bisschen cleverer spielt und ein bisschen die Torchancen, diese Halbchancen, wie ich es mal bei Freiburg nenne, besser nutzt, kann das schief gehen. Nichtsdestotrotz ist die Eintracht, glaube ich, von allen Mannschaften in der Bundesliga am meisten gelaufen. Die Einstellung war da, die Fokussierung war da. Und ich glaube, diese Aufstellung werden wir trotzdem vielleicht in der jüngeren Zukunft vielleicht nochmal sehen, aber langfristig ist es nicht die Aufstellung, mit der die Eintracht spielt, sondern das ist halt so diversen Dingen geschuldet. Rebic war verletzt, Abraham war verletzt, Hasebe ist ausgefallen. Also man muss auch schon sagen, da sind einige Pfeiler weggebrochen. Dann ist er mit Indika das Risiko gegangen, es wurde belohnt. Der viel gescholtene Toro war jetzt auch nicht so schlecht. Und auch der teilweise gescholtene Haller hat für mich war er der Spieler des Spiels. Diese Vorlage vor dem 1-0, das war brutal geil. Also wie Salcedo sieht, wie die kreuzen, der Haller legt ab, Müller macht es eiskalt. Das ist gut. Ich finde gut, dass wir mit Müller einen drin haben, der scheinbar schon einigermaßen in Form ist. Weil dieses Tor hat der Eintracht echt auch dann Sicherheit gegeben. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Auftritt. Das ist für mich ein Auswärtssieg, der nicht unverdient ist, der natürlich ein bisschen glücklich ist, aber das akzeptiere ich aufgrund der angespannten Personalsituation und der Tatsache, dass wir einen neuen Trainer haben, dem am Anfang schon echt viel Gegenwind entgegengeblasen ist. Von daher bin ich hochzufrieden mit dem Ausgang. Ja, also die Sache ist halt, gerade Allaire sprichst du vollkommen zu Recht an. Ich muss echt sagen, der Junge, von dem war es ja so, dass du irgendwie gedacht hast, ja, okay, da hörst du nicht mehr ganz so viel. Der wird immer versucht reinzuklemmen, ne? Reingeklemmt zu werden gegen die Bayern. Das sah unglücklich aus. Da war viel, was nicht funktioniert hat. Und eigentlich habe ich gedacht, okay, Allaire geht in diese Saison und bereitet eigentlich jetzt schon mehr oder weniger seinen Abgang vor. Du hast zwischenzeitlich gehört, Girondin de Bordeaux war interessiert. Okay, kann es sein, dass er jetzt noch kurzfristig wechselt. Und dann macht er so ein brutales Spiel. Ich habe mich echt gefragt, was hat er in der Vorbereitung gemacht? Weil da hast du nicht viel Positives von ihm gelesen. Und dann haut er so ein gutes Spiel raus, weil es war ja nicht nur die Vorlage. Es war ja nicht nur im Endeffekt, dass er auch dass er das zweite Tor gemacht hat, sondern es war die Präsenz, die er auf dem Platz hatte. Es war die Tatsache, dass er den Ball wunderbar abschotten konnte, dass er seinen Körper optimal eingesetzt hat gegen die gute Gegner, weil man muss ja auch sagen, Freiburg war jetzt per se nicht schlecht, die hatten richtig viele Torschüsse, die haben viel probiert, es lief auch alles zu unseren Gunsten an dem Tag, denn Freiburg das hat auch ein Spieler der Freiburger gemeint, die hätten glaube ich noch zwei Stunden, Mike Franz hat das gemeint, die hätten noch zwei Stunden aufs gegnerische Tor schießen können, hätten kein Tor erzielt. Nee. Ja, weil es einfach so ein verhexter Tag war, vielleicht war es auch für uns total gut, dass wir Glück hatten, oder wir hatten Glück, dass Streich aufgrund einer kleineren Verletzung nicht daran teilnehmen konnte, ja, auch nur Trainer, aber gut, du weißt ja, manchmal haben die auch eine gewisse Wirkung. Das hat echt gepasst und für uns, wir haben das Beste aus dieser Situation gemacht und sind endlich mal mit 3 Punkten aus Freiburg weggegangen, was auch nicht so oft. Ich wollte gerade sagen, was jetzt auch schon lange nicht mehr der Fall war, das war ja auch so ein bisschen dieses Gespenst, was dann da rumgeisterte, von daher auch extrem wichtig. Ja, ne? also ich bin extrem positiv, wahrscheinlich ein Tick zu positiv, wir müssen es trotzdem neutral bewerten, wir müssen gucken, wie geht es in den nächsten Wochen weiter, aber es gab viele positive Ausrufezeichen, wie gesagt, ein Dicker, mir hat aber auch Gacinovic beispielsweise echt wieder gut gefallen, ich finde, der Junge findet... Der hat sich echt reingehängt, ja, also man konnte schon sehen, dass, fand ich, viele Spieler dabei waren, die nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, Gacinovic, ich fand... Da Costa, über den wir ja in der letzten Saison auch immer mal wieder so ein paar Negativpunkte hatten, wo wir uns aufregen konnten, hat spielerisch und aber auch von der Übersicht her einen ganz guten Schritt nach vorne gemacht. Tawata scheint jetzt auch als Backup durchaus sinnvoll da zu sein. Toro war ja auch so ein bisschen Wunderkerze. Er hat natürlich auch da den schwierigen Stand, dass er halt permanent mit Mascarell irgendwie verglichen wird. Da muss man halt auch irgendwie mal so diese Relationen sehen. Ich glaube, du hattest das irgendwie in einem Tweet, Marvin, wo man sagt, von wegen irgendwie Mascarell letztes Jahr eine grandiose Saison. Ja, aber er hat ja auch nur 9 Spiele oder irgendwas gemacht. Also nicht mal wirklich irgendwie viel. Und ja, das ist natürlich dann immer nochmal ein anderes Bild, als wenn du irgendwie 20 Spiele mehr auf dem Buckel hast, ja. Also ja, das ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst. Sorry, wenn ich da jetzt nochmal einhake, aber das nervt mich ehrlich gesagt. Weil ich musste das irgendwie mal twittern, weil mir ist beim Rasenfunk aufgefallen, da wurde gemeint, dass er eine mega geile Saison gespielt hat. Hier, es war die Saisonvorbereitung, fand ich auch in sich cool. Also kann man sich jetzt immer noch anhören, auch wenn der erste Spieltag schon gelaufen ist, waren viele gute Themen dabei. Aber das war einfach, ehrlich gesagt, einfach falsch. War halt keine geile Saison von Mascarell.
Mascarell, weil Mascarell einfach wirklich nicht oft gespielt hat. Ja. Wenn er gespielt hat, war es ordentlich, aber das reicht ja für mich dass es eine überragende Saison ist. Und diese Aussage wurde aber dann übernommen von Stefan Grothoff oder irgend sowas bei Amazon Music, wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe, ja, okay, wenn du aber sowas sagst, guck doch einfach mal die Statistiken. Das hat mich ernsthaft gewurmt, wo ich echt gedacht habe, okay, Leute, irgendwo mal gehört oder vielleicht hat Heidel gesagt und dann einfach übernommen. Also man muss schon gucken und wenn man dann sagt, oh Gott, der schlimme Abgang von Mascarell. Ja Leute, wir haben die Hälfte der Saison ohne Mascarell gespielt. Das kriegen wir noch hin. Das ist jetzt nicht so dramatisch und natürlich ist ein Toro kein Wunderspieler, der jetzt wie Phoenix aus der Asche kommt und jetzt irgendwie uns alle verzaubert. Der muss sich finden, aber das gehört dazu und die Chancen müssen wir ihm geben und ich denke, dafür waren die Ansätze jetzt auch in Ordnung. Aber René, was sagst du denn zu Toron? Nicht zu Toron, sondern zu Renault? Den habe ich ja auch noch auf der Liste. Ich finde, ich würde gerne zwei Dinge voneinander trennen. Zum einen spielerisch, finde ich, war das Freiburg-Spiel richtig gut für ihn. Er ist jetzt nicht immens gefordert worden. Er hatte ein paar Dinge dabei, wo er einfach mal so ein bisschen reinkommen konnte. Das hat ihm Sicherheit gegeben. Von daher war es für ihn, glaube ich, ganz gut, dass einfach Freiburg an dem Tag so ein bisschen Scheiße am Schuh hatte und da nicht wirklich viel auf die Kette gekriegt hat, um da so ein bisschen Sicherheit zu kriegen und da auch so ein bisschen reinzukommen, fand ich das extrem gut und er hat auch gute Situationen gehabt. Vom Charakter her hat er auch so ein bisschen das Problem, dass er für mich auch, er ist der Radetzky-Ersatz und Radetzky war eine ganz andere Type. Und ich tue mich da noch so ein bisschen schwer, mit ihm als den wichtigen Mann da hinten auf der Position irgendwie so ein bisschen warm zu werden. Also dieser Sympathiefunke springt noch nicht über. Das gleiche Problem habe ich aber auch mit Hütter nach wie vor. Ich bin da sehr neutral und sage, ja, gib ihnen Zeit. Spielerisch ist es für mich ein guter Mann. Ich meine, nicht umsonst ist er ganz oft irgendwie der Nachfolger von Radetzky gewesen. Er ist dänischer Nationaltorhüter, also das wirst du ja jetzt auch nicht irgendwie, weil du nicht irgendwie Fußball von Apfelsine unterscheiden kannst, ja. Also von daher, das ist dann alles schon gut, aber ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich mit ihm als die neue Nummer 1 da hinten auf so einer Sympathieebene irgendwie warm werde. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, ich kann es auch ich finde den Vergleich mit Hütter und Renno auch, das kann ich nachvollziehen, was René sagt. Das ist man so, das sind so jetzt keine. Ja, die kann man nicht so gut greifen. Das ist jetzt nicht auf den ersten Blick vielleicht ein Sympathieträger. Aber bei mir überwiegt die Erleichterung, dass alle Horrorszenarien, die schon in den Himmel gezeichnet wurden und auch die latente Sorge, die ich hatte, dass die nicht bestätigt wurde. Klar gab es kleine Unsicherheiten, aber das war alles in allem schon ein souveräner Auftritt. Er ist nicht umsonst, glaube ich, bei zwei Elf des Tages dabei gewesen. Ich glaube, bei der Sportschau und dem Kicker oder so. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, wir müssen unterm Strich natürlich auch gucken, der war jetzt auch lange verletzt, der ist erst sehr spät ins Mannschaftstraining eingestiegen. Dann hast du so ein bisschen Unsicherheit und das alles. Eben. Also muss man halt das auch alles bedenken. Das ist genau das, wenn ich dieses Freiburg-Spiel bewerte und alle Spieler bewerte, dann mache ich das natürlich immer nur unter der Prämisse der Umstände. Das ist natürlich klar. Natürlich sage ich nicht, boah, der hat gerade geil gespielt, souverän 2-0 auswärts gewonnen. Aber für den Status quo, den wir gerade haben, mit allen Unwägbarkeiten drumherum, war das in Ordnung. Das war in Ordnung und das war abgeklärt und am Ende des Tages auch verdient, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, weil ich trotzdem eure Meinung auch gerne dazu wissen würde, weil ich wütende Diskussionen heute mit David bei 93, beziehungsweise gestern hatte. Ja, ich hörte es. Heute ging es bei Twitter weiter. Ich sah es. Zu dieser Einwurfszene. Oh, ich habe es gar nicht mitbekommen, okay, alles klar. Also ja, diese Einwurfszene ist für mich so ein bisschen, die ist so ein bisschen wieder hochgekocht danach dadurch. Ich fand's, also mein Take kennen die meisten, kann man bei Twitter nachlesen, also ich fand's nicht grob unsportlich. Meine Argumente sind A, dass die Eintracht im Ballbesitz war und B, dass Williams scheinbar vorher mit dem Linienrichter und ein paar Freiburg-Spielern, die da vorne standen, abgesprochen hat, okay, wir machen jetzt normal weiter und es gibt ein Standbild, wo man ganz klar sieht, dass Freiburg quasi in seiner Grundformation steht. Das heißt, da ist kein Vorteil. Nicht nur in der Grundformation, sondern, also gehen wir die Szene mal durch. Spieler der Eintracht verletzt sich, ich weiß es gerade auswendig nicht mehr wer. Renault will den Ball ins Ausschlagen, was er ja per Definition erstmal nicht muss. Es gab ja keine Aufforderung, das zu tun. Du bist als Spieler ja auch nicht verpflichtet,
Der Spieler liegt im eigenen 16er, du willst den Ball ja eh nach vorne. Also im Zweifelsfall ist der Spieler ja auch nicht im Weg, den könntest du auch einfach so nach vorne und dann ist auch alles irgendwie gut. Er will ihn ins Ausspielen. Er schießt den irgendwie ziemlich weit und nicht so direkt nach vorne, weil er den wahrscheinlich auch irgendwo in der gegnerischen Hälfte ins Auskriegen will. Der Ball fliegt irgendwie so eine lange Kurve und der Freiburger Spieler meint, obwohl der Ball irgendwie 2 Meter von der Außenlinie irgendwie aufkommt und von dem Winkel auch irgendwann locker noch rausgerollt wäre, da seinen Fuß reinzuhalten. Dann dauert es eine Minute. Ich habe die Szene in der Realgeschwindigkeit gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mir dann erst danach irgendwie, weil ich dachte, ja, geht ins Aus und so genau habe ich dann gar nicht hingeguckt. Es dauert aber bestimmt eine Minute und dann wirft Willems den Ball in die Mitte und dann sind es 3 Pässe und dann ist auf einmal der Ball bei Haller und der spielt das Ding aus, also schießt das Tor. In dem Moment sind aber 8 Freiburger, weil Willems steht so 2 Meter oder 3 Meter in der eigenen Hälfte, da sind quasi die 2 Stürmer von Freiburg und 4 Abwehrspieler von der Eintracht und du hast 8 Freiburg-Spieler komplett in der eigenen Hälfte und die schaffen es nicht, den Ball da rauszukriegen und beschweren sich dann am Ende wegen dem Einwurf, weil sie es nicht schaffen, 3 Eintracht-Spieler vom Ball zu trennen und diese mit 3 Pässen ausspielen? Ich sehe auch so. Ich habe die Aufregung auch nicht verstanden. Ich finde, das ist einfach auch genial gespielt. Gerade von De Guzman, dieser letzte One-Touch-Pass, das ist einfach genial gemacht. Ja, also klar ist die Erwartungshaltung vielleicht in dem Moment, na, der wirft den jetzt irgendwie zu uns und wir schießen den zum Torwart zurück. Warum das aber? Das ist irgendwie die ungeschriebene Regel. Nein, ist es eben nicht. Ja. Der Ball von Renault, die Intention von Renault ist, diesen Ball ins Auszuschießen. Ja, ja, klar, der muss den Fuß da nicht reinhalten. Das ist dann die ganze Diskussion und dann kommst du zu dem Punkt, wer hat selbst am Anfang wenn er ihn irgendwie reinhält, den Ball. Selbst wenn er ihn reinhält, kann er nicht davon erwarten, dass Freiburg, weil das ist ja, also die Eintracht gibt den Ball ja nicht freiwillig ab. Der Freiburger kann doch nicht denken, wir sind jetzt im Ballbesitz. Und ich glaube, nee, das ist, glaube ich, Freiburg-Spieler haben es ja auch selber gesagt nach dem Spiel, haben gesagt, das war abgesprochen, das war alles in Ordnung. Das ist schlecht verteidigt gegen 3 Eintracht-Spieler. Ich bleib dabei. Für mich bleibt unterstrich übrig, dass das von De Guzman überragend gespielt war. Diese Nummer, dieser One-Touch-halbe Ableger auf Haller, der den dann so ein bisschen ja, reinwuchtet, will ich mal sagen. Das war auch nicht so krass souverän aus, aber egal. 2-0 gewonnen, Mund abputzen. Ich glaube nur, meine Meinung ist, dass wir da kein schlechtes Gewissen haben brauchen. Habe ich auch nicht. Also ich kann die Gegenseite irgendwo verstehen, akzeptieren auf jeden Fall sowieso. Was mich ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass jetzt auch allen irgendwie grober Vorsatz irgendwie vorgeworfen wird. Ich glaube auch, überleg mal, da ist ja ein bisschen Zeit dazwischen vergangen. Ey, du weißt nie, im Zweifel haben die Spieler das auch wieder vergessen, wie das da zustande kam. Und sie wussten einfach nur, und der Einwerfende wusste einfach nur, es gibt Einwurf für uns und das führe ich jetzt aus. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Und was ich noch sagen will, ich finde, ehrlich gesagt, war das in Ordnung? Du hast dann auch mehrere Leute gehört, die gesagt haben, auch wie gesagt, auch Spieler und so weiter, die gesagt haben, ja, ist in Ordnung. Der Trainer hat es natürlich anders gesehen, ist auch vollkommen okay. Ja. Ist vollkommen okay, muss er vielleicht auch machen, wie auch immer. Aber selbst die Reporter, die jetzt auch der Eintracht nicht großartig zugewandt waren, haben im Gro eigentlich gesagt, dass das in Ordnung war. Und wie der Ablauf passiert ist. Bis auf den Menschen von Sky. Okay, das ist so interessant. Denn der Mensch, dann hast du einen anderen bei Sky gehört. Weil ich habe, in der Nachbetrachtung habe ich ja 90 Minuten dieses Spiel gehört. Da hat er auch erst gemeint, das wäre nicht in Ordnung. Und dann hat er aber irgendwie in der 93 oder 94, wo er sich dann nochmal angeguckt hat, hat er dann gemeint, nee, stimmt. Oder nee, nach dem Spiel, wo er dann auch irgendwie die Stimmen gehört hat, hat er gemeint, nee, ja, ist eigentlich doch in Ordnung und so weiter. Oder vielleicht war es bei diesem Amazon Music, ich weiß nicht, ich habe es verwechselt. Also aber der Mensch, der Bobic nach dem Spiel interviewt hat, der hat die ganze Zeit... Ja, der Zeit, nicht. Der nee, die ganze nee, Zeit ich meine den Kommentator. Reden, dass das grob unsportlich ja. wäre und hat Bobic auch bei der Antwort nicht mal irgendwie ausreden lassen, bis er dann irgendwie so ein bisschen da aus der Haut gefahren ist. Also der war... Ja, da hast du vollkommen recht, wobei, da muss ich sagen, aber da können wir gleich nochmal drüber reden, da fand ich auch Bobic nicht mehr unglaublich souverän. Nee, war er auch nicht. Aber der Kommentator des Spiels hat ja selber gesagt, nee, okay, ich habe das jetzt nur gesehen, eigentlich geht es so in Ordnung. So. Und dann, was ich noch sagen will, was mich nervt, ist, dass jetzt schon wieder dieses Narrativ bemüht wird, dass die Frankfurter alles unfaire Fußballer und irgendwelche Drecksäcke sind. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, das habe ich nämlich schon gemerkt nach dem Bayern-Spiel, es muss sich auch bei den Bayern, also ich meine, dieses unsägliche
eigentliche Supercup-Ding, da muss man sowieso den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Aber dass sich jeder aufregt, oh Gott, der arme Lewandowski, ey, macht mal halblang, das ist echt kein Unschuldslamm. Und genauso ist es in der Bundesliga generell, das sind alles keine Unschuldslämmer. Und uns jetzt wieder das Narrativ zuzuschreiben, dass wir irgendwie nur unfaire Fußballer da hätten. Natürlich war Abraham bei dem Supercup irgendwie ein bisschen gaga, das war neben der Kappe. Aber gegen Freiburg war das alles fair. Und wenn jetzt, wenn ihr euch alle aufhängt wegen diesem einen Einwurf, ja, dann regt euch bitte immer so auf, wenn es immer diese Szenen gibt, weil es ist nicht das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal sein. Und es war eine diskutable Entscheidung. Natürlich kann man auch sagen, oh ja gut, okay, spielen wir Ball, lassen wir wieder zurück. Aber wenn du in diesem Wettkampfmodus bist, wo auch die Spieler drin waren, ihr dürft nicht vergessen, da ging es für jeden gerade um alles. Weil die haben richtig Feuer in den letzten Wochen bekommen. Da wusste jeder Scheiß, okay, wir haben noch kein einziges Bundesligaspiel gemacht und werden jetzt schon eigentlich an die Wand gestellt von wegen, oh Gott, meine Güte, was haben die da zusammengekauft? Oh, vielleicht Trainer entlassen, bla bla bla. Das ist alles, was du in der Woche zuvor gehört hast. Und dann bist du nur fokussiert und suchst deinen Vorteil. Und dann will ich mal hören, wenn die Leute, die jetzt so die ganze Zeit so negativ reden, in dieser Drucksituation sind, ob sie dann denken, ach naja, spiele ich den Ball nochmal nach außen. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Vor allem, ja, vor allem muss man auch sagen, dass Williams ja scheinbar wirklich Williams stand, glaube ich, 30, 40 Sekunden mit dem Ball dort. Freiburg war alle in der Formation und das wurde mit den Spielern abgesprochen. Also für mich gibt es eigentlich keine Diskussion. Schade, aber der Marvin hat es angesprochen. Das ist bei der Eintracht dann vielleicht auch leichter, weil man in der Vergangenheit, und das muss man auch zugeben, die Eintracht natürlich eine härtere Gangart gewählt hat. Die Eintracht ist mit Sicherheit nicht die feste Bundesligamannschaft, oft an der Grenze. Und wie der Marvin es gesagt hat, dann bildet sich so ein Narrativ, aber da muss man aufpassen, dass man trotzdem Einzelsituationen bewertet. Und das war mit Sicherheit nicht asozial, wie ich das von vielen gehört habe. Das war mit Sicherheit... Ich bin bereit, vielleicht als 50-50-Ding zu akzeptieren, aber mich hat es aufgeregt, dass es so ein bisschen dann diesen Sieg überschattet hat, aber im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, ist es mir egal, die Eintracht hat gewonnen, das war sehr, 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 und ich sage jetzt noch 400 Millionen mal sehr wichtig, um hier Ruhe reinzukriegen, um diesen Trainer, und der René hat es gesagt, der noch nicht bei allen den größten Kredit hat, einfach in Ruhe arbeiten zu lassen. Das Management jetzt diese letzte Woche, die scheinbar eh turbulent genug ist, wir werden später zum Fabian-Thema kommen, einfach auch abzuarbeiten, dann ist die Transferliste zu, wir wissen, was für Spieler da sind, wir wissen, welche geblieben sind, was mit der Trainingsgruppe 2 passiert, wird dann auch hoffentlich geklärt und dann kannst du nach der Länderspielpause komplett Go-Time in die Saison gehen und dann werden wir sehen, wie sich das System entwickelt, wird das besser, hat das Schwächen oder so. Für aber die Situation jetzt war das einfach das Allerbeste, was uns passieren konnte. Ein dreckiger Arbeitssieg, wie Hütter es, glaube ich, genannt hat, in Freiburg. Ja. Fertig, aus, weiter geht's. Genau, ich würde einen Punkt dazu noch gerne ergänzen, weil mir das, als ich die Diskussion bei 93 dazu gehört habe, eingefallen ist. Im letzten Jahr gab es doch, oder in der letzten Saison gab es doch dieses Freistoßtor von Kramer, der dann irgendwie, während die Wolfsburger Spieler da noch am Diskutieren waren, das Ding da ins Tor getrescht hat, weil der Ball ja vom Schiedsrichter freigegeben worden ist. Da haben alle irgendwie großartig geschrieben, Schlitzohrtor und tralala und hat er so toll gemacht. Und hier messen wir jetzt, finde ich, mit einem anderen Maß, obwohl es jetzt auch, hätte man damals genauso gut drüber diskutieren können, ist es nicht unsportlich, wenn die Spieler da noch irgendwie beim Schiedsrichter stehen und nicht irgendwie aufpassen, ja? Also finde ich ein bisschen schwierig, die Diskussion. Naja, es ist aber trotzdem, man muss auch Verständnis für die Freiburger haben. Ich kann es emotional verstehen, klar, du willst genau. Ja auch das erste Spiel nicht verlieren und die hatten halt einfach auch einen schlechten Tag. Aber es ist jetzt auch nicht dadurch verloren gegangen. Nee, also ich meine, das war natürlich nicht das Tor zum 1:0, ne? Nee. Ich meine, es war, die haben zig Chancen gehabt. Die haben übrigens auch einen ganz interessanten Luca Waldschmidt da drin gehabt. Also da waren viele gute Ansätze dabei. Da will ich überhaupt gar nicht negativ drüber reden. Aber die haben genügend Chancen auch davor gehabt. Übrigens haben sie schändlich die Freistöße und die Eckbälle, die waren alle ungenau. Da muss man sich auch mal die eigene Nase fassen bei Freiburg, bevor man sich dann nur an solche Situationen aufhängt. Das war eine diskutabel streitbare Situation, aber die hat nicht allein zur Niederlage geführt. Und wenn man das andere abarbeitet, dann kann man immer noch drüber reden. Genau, und wir hatten wenige, im Vergleich zu Freiburg, wirklich wenige Torchancen und haben da zwei Tore draus gemacht, die jetzt auch beide wirklich gut rausgespielt waren. Also von daher, das wäre an dem Tag wahrscheinlich so oder so nicht anders da gewesen. Haken wir das Ding doch mal ab und gucken. Ich glaube, abhaken ist gut, weil man muss auch sagen, man kann auch nicht so viele Schlüsse aus diesem Spiel ziehen, weil das ist, glaube ich, wirklich dieser Situation geschuldet gerade. Also das ist nicht so, dass du das Gefühl hast, die Eintracht hat sich 7 Wochen vorbereitet für den großen Tag, sondern das ist eher so eine kleine, das ist wie wenn du eine Vorpremiere noch machen musst, obwohl du eigentlich vielleicht erst in 2 Wochen bereit bist. So. Und dafür war es doch alles in Ordnung. Also es ist keiner von der Bühne gefallen, es hat sich keiner irgendwas gebrochen.
Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Genau, um die Müller hat nicht beim Torjubel versucht, irgendwie dreifache Pirouetten zu drehen und hat sich wieder irgendwelche Körperteile gebrochen. Alles fein. So sieht's aus. Das ist wichtig. Could be worse, definitiv, ne? Genau. Could be worse ist eine perfekte Überleitung zum Transfer. Bevor wir über Werder Bremen sprechen, würde ich gerne das Thema Transfer hier mal abhandeln. Could be worse für Fabian, der ja eigentlich schon zum Medizincheck in Istanbul war und dann da jetzt irgendwie nicht durchgekommen ist, was sich am Anfang irgendwie so ganz schlimm anhörte. Jetzt hat man ja schon irgendwie gelesen, dass das alles gar nicht stimmt, sondern dass man versucht hat, irgendwie im Nachhinein noch irgendwie am Vertrag was wohl zu ändern und jetzt die Rückenschmerzen da irgendwie nur durchschiebt oder vorschiebt. Ist natürlich ein bisschen blöd für uns, wenn wir jetzt bis Ende der Woche noch vielleicht den einen oder anderen Spieler verpflichten wollen, weil Fabian wird schon nicht gerade so gering auf der Gehaltskasse liegen. Der liebe Chancentod TM hat uns drei Fragen dazu geschrieben, die ich jetzt einfach mal runterratte. Einfach einmal Fabian Transfer gescheitert, lag es an der SGE, Fabian Gesundheit oder Fenerbahce? Zweite Frage, welche Spieler werden uns vor dem Deadline Day noch verlassen? Oder die dritte Frage, welche Spieler haben vielleicht die Chancen aus der Trainingsgruppe 2 oder wie habt ihr es bei Fußball 2000 genannt? Performancegruppe 2 vielleicht dann doch wieder nach oben zu rutschen. Also wir können das ja aufteilen. Ich nenne das die Trainingsgruppe, nenne ich jetzt nur noch Performance-Hochleistungs-Optimierungsgruppe 2 oder sowas, weil das ja offiziell ein Begriff ist, den man nicht mehr sagen darf. Also insofern, was soll ich, mit was fange ich an? Ich würde mal ganz kurz bei Fabian anfangen und ich glaube, dass das wirklich nicht das erste Mal ist, dass ein Problem mit dem ein oder anderen türkischen Club irgendwie, wir wissen damals bei Kayo gab es schon Sachen und jetzt war es ja im Endeffekt auch so, ich meine, ich bin kein Arzt, ich war nicht dabei und kann nicht im Endeffekt final sagen, was das Ding war, aber das Management von Fabian und das, was man so liest, ist ja hat ja artikuliert, dass das Problem in der Vertragsgestaltung, in der kurzfristig geänderten Vertragsgestaltung war und da hatte Fabian keinen Bock drauf und das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Ja, also ist das eher größere Problem und nicht seine Fitness, weil ganz ehrlich, der sah mir relativ fit auch aus in der letzten Zeit, hat ja Training komplett mitgemacht und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist wirklich vorgeschoben. Er hat ja auch bei der WM mit Mexiko war er ja auch unterwegs, also ich glaube, wenn da was wirklich was am Rücken gewesen wäre, wäre das viel früher aufgefallen. Der hätte viel Geld gekostet, die wollten kurzfristig da irgendwas mauschen, damit es vielleicht ein bisschen weniger wird, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Die Eintracht hat die Scheiße am Schuh, denn, wie du eben richtig gesagt hast, es ist halt so, dass die Eintracht damit spekuliert hat, ihn von der Gehaltsliste streichen zu können und damit vielleicht den Weg für einen neuen Transfer klar zu machen. Basti. Ich sehe noch so ein bisschen, bevor Basti anfängt, ich sehe noch so ein bisschen ein anderes Problem. Er ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, egal wie viel da jetzt richtig oder falsch dran ist, er ist natürlich jetzt auch so ein bisschen gebrandmarktes Kind. Ja? Das also, ist Rufschädigung. Im Zweifel, klar, wenn der jetzt irgendwo anders dahin geht, dann überlegt sich doch jeder zweimal Sachen wegen, die haben den nicht genommen wegen Rücken und so weiter. Und also das ist natürlich jetzt auch nochmal so eine schwierige Situation. Ne? Das ist tatsächlich, das ist eine schwierige Situation für den Spieler, für den Verein. Wie geht man jetzt damit um? Und wie auch für wie soll man das jetzt handeln? Also bietest du ihn jetzt an und René hat es ja gesagt. Also im Endeffekt hat Fenerbahce, wenn das Ding ist, wir kennen alle die Wahrheit nicht, ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass Fabian einigermaßen fit ist. Dann hat Fenerbahce uns echt auch wirklich Geld gekostet, im Sinne von nicht, dass sie uns nicht mehr und das Geld nicht gegeben haben, was sie vereinbart, war, glaube ich, 3,5 Millionen. Sondern auch der potenzielle andere Verein, wo er vielleicht hätte hinwechseln können. Keine Ahnung, welche dann auch in der Verlosung sind. Weil die jetzt auch skeptisch sind. Und vielleicht sorgt diese Skepsis dafür, dass die Zeit jetzt bis Freitag 18 Uhr einfach nicht ausreicht, um die auszuräumen. Und das wäre mehr als ärgerlich für den Spieler, für uns, für alle. Weil ich glaube nämlich, dass der Transfer von Mbabu, der so ein bisschen rumgeisterte, ja, dass der elementar mit dem Fabian-Ding zusammenhängt. Ich glaube schon, dass man denkt, okay, Gehaltseinsparung plus diese 3-4 Millionen Euro, dass die quasi dafür gesorgt hätten, dass man eben nochmal aktiv werden kann für einen Schlüsselspieler, für Hütter, der auf der rechten Verteidigerposition für Furore gesorgt hat dort. Das ist für alle Beteiligten scheiße. Und das war doch so ein kleiner Downer danach, weil als ich gehörte, dass das fix ist und dass dann dadurch Mbabu verpflichtet wird, da gab es ja dann auch einen Artikel, glaube ich, in den Schweizer Zeitungen. Und dann so ein bisschen hat man sich schon so ein bisschen mit seinen Freunden in den Rausch geredet und denkt, boah, geil, stell dir mal vor, die Eintracht hat jetzt gewonnen, ein bisschen Ruhe ist da und jetzt verpflichten wir noch einen geilen Rechtsverteidiger, der nicht nur seine Qualitäten in der Defensive hat, sondern auch offensiv begeistert ist, auf jeden Fall ein heißer Scheiß wäre.
und du hast das Gefühl, du dann die Unruhe auf Fabian weg und dann zack, lässt er sich ja auch schon mit Fenerbahce schon ablichten, bla bla, das war auch alles ein bisschen dubios da. Ja, und dann platzt die Nummer noch, was dann dafür sorgt, dass diese Dominosteine sich wieder aufstellen und nicht fallen und dass du dann denkst, okay, wir, uns entsteht noch eine interessante Woche bevor. Und kurz danach folgte ja auch gleich das Dementi von Hübner. Das hat ja auch länger gedauert. Also dieser Artikel ging rum. Und das Dementi von Hübner für Mbabu kam erst raus, als die Fabian-Nummer geplatzt war. Deswegen, ich habe natürlich keine Beweise, aber ich vermute stark, dass das zusammenhängt. Ja, kriege ich auch. Und glaube auch, dass die Blumleier dann dadurch irgendwie, dass man gesagt hat, okay, da müssen wir vielleicht hier an der Ecke nochmal Gehalt sparen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass, sagen wir bleiben auf Fabian sitzen, in Anführungszeichen. Das soll gar nicht so negativ gemeint sein, wie es anhört. Wir bleiben auf Fabian sitzen, dass wenn aber Hrgota und Stendera vielleicht doch noch Vereine finden, die vielleicht selbst sie nur ausleihen wollen und das Gehalt übernehmen, dass man dann dadurch, dass man die drei Spieler irgendwie von der Payroll hat, vielleicht dann doch nochmal, dass wir am Freitag überraschend hören, dass Mbabu doch noch verpflichtet wird. Und die Hoffnung gebe ich nicht auf, aber die ist kleiner geworden, als sie noch kurz nach dem Freiburg-Spiel war, als die ersten Gerüchte aufkamen. Das ist ärgerlich und ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema Trainingsgruppe 2, nenne ich es trotzdem, es tut mir leid, der Einfachheit halber, was ihr sagt, wie man damit umgeht, wenn Freitag 18 Uhr vorbei ist. Also ja, da will ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen. Ich bleibe nochmal ganz kurz bei dem Transfergebabbel, über das wir jetzt, was wir schon angerissen haben. Ich gehe fast davon aus, dass Fabian wirklich keinen neuen Verein mehr findet. Ich denke, die Zeit dafür ist durch, ne? Angesichts der weit vorangeschrittenen Verhandlungen, die dort geführt wurden, und erneut sowas aufzunehmen, kann ich mir kaum vorstellen. Das heißt, er wird über die Saison hinaus oder über die Transferperiode wahrscheinlich bei uns erhalten bleiben. Die Situation mit Blum fand ich dagegen absolut merkwürdig, weil ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass er großartig zum Verkauf steht. Er ist nicht in der Trainingsgruppe 2, er war so gefühlt der 14., 15. Mann, also wird ja auch regelmäßig eingewechselt für ein paar Minuten. War ja jetzt am Wochenende auch da und eigentlich hätte man ja durchaus auch denken können, dass er so ein bisschen von seiner Spielart vielleicht auch eher in dieses System Hütter irgendwie als Backup noch reinpassen könnte. Von daher fand ich das jetzt schon sehr überraschend. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt nie der größte Blum-Fan gewesen. Also nee, aber er hat ja schon ein paar Mal durchaus gezeigt als Einwechselspieler, dass er auch mal in der Lage ist, da mal noch irgendwie einen kurzen Akzent zu setzen. Klar, ja. Er hat auch gegen Dortmund zum Beispiel, ne, was ja mega unglücklich dann doch noch verloren gegangen ist. Aber trotzdem, also der war schon in gewissen und entscheidenden Situationen schon da. Das ist echt ein Spieler. Der wird vielleicht auch in der zweiten spanischen Liga seine Akzente setzen. So. Aber trotzdem merkwürdig. Also ein bisschen Gehalt musstest du sparen, aber Fakt ist auch, er wird nicht das große Gehalt haben wie in Fabian. Ich glaube aktuell, wie Basti das schon erwähnt hat, liegt ziemlich viel auf Eis aufgrund dieser Tatsachen. Mbabu klingt mega spannend, ein Spieler, den ich persönlich kaum wirklich mal erlebt habe. 8,5 Millionen anberaumte Transfersumme, das ist ein Haufen Geld, den könnten wir, wenn wir Geld vorstrecken, beziehungsweise wenn wir jetzt mal in diese Leistung gehen, könnten wir das investieren. Wir müssen halt auch sehen, warum wir das investieren, denn Chandler fällt aus. Und Chandler, der Rechtsverteidiger, wird eine ganze Weile ausfallen. Es ist nicht gesagt, dass dieser Spieler, der diese Problematik jetzt hat, der sowieso eine eine Knochenproblematik hat, dass der überhaupt wieder komplett fit zurückkommt. Aufgrund dessen habe ich die Angst, dass wir ohne Rechtsverteidiger in die Saison gehen, also ohne Backup beziehungsweise ohne zweite Person. Und eigentlich müssten wir Mbabu so oder so verpflichten. Vielleicht ist die Eintracht sogar gezwungen, da genau das zu tun, auch wenn sie das Geld aktuell dafür nicht haben. Und das sehe ich auch so. Ja, ich sehe es auch so, dass man so eine Position, wie durch den Chandler-Ausfall, Chandler wäre nicht ausgefallen, dann wäre das so eine 50-50-Nummer gewesen, zu sagen, okay, kann man sich so krass verbessern, dann muss man halt gucken, dass Geld frei wird. Jetzt sehe ich es fast schon als nötig an. Also ich sehe es fast schon als nötig an, zu sagen, okay, vielleicht muss man da, ja, ich bin auch nicht in den Finanzen drin, aber vielleicht muss man da in irgendeine Vorleistung gehen und hoffen, dass man Fabian im Winter los wird, dass man irgendwie, keine Ahnung, das noch irgendwie regeln kann, dass man das irgendwie sich zurechtdeichselt oder, keine Ahnung, den anderen Spielern irgendwie, ja, einen Wechsel vielleicht so erleichtert, dass sie ein Angebot haben und sagt, okay, man geht finanziell auf sie zu, dass man einen Teil in Abfindung zahlt. Ich weiß es nicht genau. Das wird wahrscheinlich kompliziert sein und ich beneide die Verantwortlichen auch nicht darum, weil die mit Sicherheit auch gedacht haben, ach cool, Fenerbahce, und da gab es mit Sicherheit Absprachen, dass die kurz vorher nochmal geändert werden. Kann man vielleicht mit rechnen, aber würde ich vielleicht auch nicht machen. Also, dass man dann davon überrascht ist. Jetzt hat man noch diese paar Tage Zeit. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Hoffe, dass die sich das irgendwie zurechtdeichseln.
Und sollte es nicht klappen, werde ich mich mit der Tatsache beruhigen, dass Ndicka scheinbar früher am Start ist, als wir dachten und dadurch Salcedo vielleicht ab und zu auf die Rechtsverteidigerposition rutschen kann, wenn Da Costa vielleicht irgendwie verletzt ist, dass man sagt, man die Rechtsverteidigerposition wird von Salcedo und Blum bekleidet und dafür rückt Ndicka schon ein bisschen früher rein. Ist nicht die Ideallösung, weiß ich, aber damit werde ich probieren, mich dann zu beruhigen, sollte es nicht klappen. Aber ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf, dass wir wirklich kurz vor Schluss wirklich noch Mbabu holen, weil wenn man so ein bisschen informiert sich über ihn, das scheint echt ein heißer Spieler zu sein und das könnte gerade diese Position nochmal auf ein anderes Niveau heben, unser Flügelspiel, wenn du dann links irgendwie, keine Ahnung, stell mal vor, links hast du Willems und Rebic und hast rechts Mbabu und Kostic auf lange Sicht, das ist schon, klingt sehr interessant, die könnten schon für einigen Wirbel sorgen und die Jovic, Halers und Paciencias da vorne, glaube ich, gut versorgen. Also ich würde es hart feiern, war auch schon echt euphorisch, als ich dachte, das ist auf der Zielgeraden, dann kam der Downer mit Fabian und jetzt hoffe ich einfach, dass die Eintracht das sich irgendwie zurechtschustert und das trotzdem noch hinkriegt, auch wenn ich es nicht mehr für so wahrscheinlich halte wie noch vor 2 Tagen. Kannst du Frage 2 nochmal vorlesen? Frage 2. Frage halbe Stunde später. Ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, dass überhaupt Fragen gestellt wurden. Frage 2 ist, welche Spieler aus Trainingsgruppe 2 uns noch verlassen? Das haben wir ja jetzt noch nicht. So ein bisschen angerissen, wollte ich gerade sagen. Also ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass da keiner mehr geht. Also ja, erstmal vielen Dank an den Chancentod, der eben cooler Typ. Macht Spaß mit ihm auf Twitter, der ist ja noch relativ neu. Immer guten Input, also mal Gratulation und Lob und schön, dass du dabei bist. Das ist das Erste, was ich nochmal sagen wollte. Freue mich, wenn immer mal neue Leute sich beteiligen und so. So, aber jetzt zu seiner Frage und zwar, ich glaube auch, dass maximal Kamada, ganz ehrlich Leute, was ist mit Kamada? Das ist doch kein schlechter Spieler. Lass den doch mal zu einem Zweitligisten gehen, irgendwie zu Holstein Kiel oder so. Das ist doch wäre doch eine geile Sache für den. Und ich glaube, der ist auch nicht so teuer. Also ich denke, dass der am ehesten noch die Möglichkeiten hat, genauso wie ein Chavard, der auch ja wechseln soll. Ich glaube, die beiden haben relativ gute Chancen, irgendwie noch einen Verein zu finden, einen Verleih, was für die beiden super wäre. Denn es sind alles keine schlechten Spieler, die brauchen aber ihre Entwicklung. Das ist, ehrlich gesagt, hört sich das mega vermessen an, aber es ist wie der FC Chelsea, wir sind so der FC Chelsea, so der Arm, jetzt hört sich das blöd an, aber mir geht es im Endeffekt nur darum, wir haben zu viele Spieler. Die Spieler müssen outgesourced werden für ein Jahr, damit sie halt dort reifen, wieder zurückgeholt werden können und dann müssen wir überlegen, bringen sie dann was oder werden sie weiter verkauft, verlieren oder sonst irgendwas. Und genauso müssen wir das halt jetzt machen und ich glaube, Chavard und Kamada haben beide die Möglichkeit und, das ist das Ding, sind beide noch nicht im Gehalt so teuer, dass es für andere Vereine nicht lukrativ ist. Das Problem haben wir nämlich genau hier, weil Stendera, ja genau, weil Stendera auf der anderen Seite, da höre ich nichts Gutes. Stendera scheint sich, muss man vorsichtig zu formulieren, gut bei sich zu Hause eingelebt zu haben. Also dass der wechselt, halte ich für sehr unrealistisch. Sagen wir es mal ganz deutlich, der sitzt im gemachten Nest. Jeden Monat flattert ein Täubchen mit vielen Scheinen unterm Arm da rein. Dem geht's da jetzt erstmal nicht schlecht. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, ob er gut beraten ist. Ja gut, die Frage ist halt eben, was der langfristige Plan ist. Also, nein, ja. Das meine ich, aber weil so unfassbar lange hat er nicht Vertrag. Er hat jetzt nicht keinen neuen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben gerade, sondern der Vertrag geht, glaube ich, noch 2 Jahre, kann es sein? Bis 2020. Ja gut, aber du weißt halt nicht, was er im Hintergrund macht. Vielleicht arbeitet er demnächst in der Magazinredaktion von Boateng. Ja, nein, der Typ ist 22. Der muss doch mal an seine fucking Karriere denken. Ja, vielleicht will er keine Karriere machen, du weißt es nicht. Vielleicht nimmt er die 2 Jahre noch mit und macht dann irgendwas anderes. Keine Ahnung. Es kann sein. Wenn er wirklich keine Karriere machen will, dann sieht es so danach aus. Und das wäre bitter. Weil dafür hat er einfach immer noch zu viel Talent. Dann geh doch nach Australien, spiel dort einen geilen, ruhigen Ball wie der Thomas Broich. Der hat auch keinen Bock auf zu viel Kommerz gehabt, hat trotzdem gutes Geld eingestrichen und hat sich dort einen Lenz gemacht. Und hat gute Spiele gemacht, hat einen geilen Lifestyle für sich. Whatever, ist dann nice. Du weißt halt nicht, was ist. Vielleicht hat er halt wirklich einfach keinen Bock irgendwie weit von der Heimat. Ja, hat er auch nicht. Hat irgendwie, das ist, glaube ich, hat die zwar das Talent, ist, ich, aber will irgendwie einen Arsch nicht hochkriegen. Ich glaube, der ist wirklich, der muss mal von zu Hause raus einfach, glaube ich. Ja. Aber ja. Gut. Ja, ich bin selber erst mit 25 ausgezogen. Also ich weiß, es dauert halt manchmal ein bisschen länger, ja. Aber er muss halt, er ist Profifußballer. Ich meine, als Beispiel, Sonny Kittel, über den haben wir viel gesprochen, auch manchmal kritisiert.
Aber er hat irgendwann, weil er es auch musste, den Dreh noch rausbekommen. Und jetzt ist es ein herausragend guter Zweitligaspieler, der ja, Ambitionen und Tendenzen ist, die Frage hat, nochmal ist halt in die immer, Ersten zu kommen. Was willst du und was bist du bereit dafür irgendwie zu tun? So, und wenn du sagst, ich will irgendwie ganz viel, aber ich erwarte, dass es mir irgendwie auf dem Silbertablett gebracht wird, das funktioniert da halt einfach nicht. So, und wenn du die Einstellung aber auch nicht rauskriegst, was willst du da machen? So. Also von daher, ich glaube nicht, dass er geht. Also wenn, dann würde ich in der Tat noch mitgehen und sagen, hier Kamada und Chava, aber das sind halt auch die, die wirklich so im Mühbereich da irgendwie uns die Gehaltskasse da dann entlasten. Und ich sehe das so ein bisschen wie Basti, wir sind eigentlich wirklich notgedrungen, wir müssen da jetzt nochmal irgendwie einen verpflichten, egal wer da jetzt rausgeht oder nicht, weil wir brauchen eigentlich noch einen auf der Rechtsverteidigerposition, ja. Ich glaube, das wissen die Verantwortlichen auch. Ich glaube, die arbeiten mit Hochdruck ran. Durch diese Fabian-Situation ist halt eine neue Situation entstanden. Ich glaube, Fabian hätte die ganze Lage ein bisschen entspannt. Ich glaube, dann wären die vielleicht sogar auch bei den anderen bereit gewesen, finanzielle Schritte auf die Spieler und oder die neuen Vereine zuzugehen. Das ist vielleicht jetzt nicht der Fall. Jetzt muss man gucken. Das ist ja auch eine Situation, da muss man trotzdem auch sich in die Spieler reinversetzen. Das ist für alle nicht so einfach. So ein junger Kerl wie Chavard, der kommt hierher, dem wird erzählt, hier, du bist ein großes Talent, wir bauen auf dich, und dann zack, kommt ein neuer Trainer, ist ja wieder weg. Das ist für den auch nicht so einfach. Dass man dann, und der hat jetzt auch nicht, diese Trainingsgruppe 2, der hat jetzt nicht die unfassbar vielste Zeit gehabt, zu sagen, okay, hier, Digga, reicht nicht für dich, hau ab. Man kann auch nicht erwarten, dass, wenn man als Verein sich dafür entscheidet, nicht mehr auf Spieler zu setzen, dass sie dann sofort einen Verein bereit haben, sagen, okay, sorry, hier klappt es nicht mehr, ich habe jetzt einen Verein, jetzt halten wir das Gleiche, macht's gut. Das ist ja auch, die Lebenswirklichkeit ist ja trotzdem eine andere. Herr Gotha hat sich das mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Da sind wir, glaube ich, alle nicht nah genug dran. Es wäre trotzdem, da muss man halt auch so eiskalt sein zu sagen, es wäre trotzdem super, wenn wir so viel wie möglich von der Payroll kriegen würden, um diese Lücken, die wir noch haben, zu schließen, weil über einen zentralen Mittelfeldspieler könnten wir theoretisch auch noch reden. Ist natürlich immer unrealistischer jetzt geworden. Aber ich rechne trotzdem damit, dass die 3 Tage vielleicht interessant werden. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich an einer anderen Stelle noch eine Dynamik, was dann irgendwie so einen Dominoeffekt nach sich zieht. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Wir werden es sehen. Wir werden am Freitag die Auslösung haben und dann um 18 Uhr wissen wir alles, wo wir spielen. Was denn eigentlich mit Fallett? Der hängt ja auch in dieser Underperformer-Gruppe. Ist jetzt aber auch eigentlich kein Innenverteidiger, den du nicht auch wirklich in der zweiten Liga oder irgendwas dann halt auch einsetzen könntest. Naja, aber du brauchst halt auch einen Interessenten, das ist es vielleicht. Vielleicht brauchst du wirklich, also das vielleicht, irgendwie hat man ja allgemein das Gefühl, dass in dem Transfermarkt gar nicht so viel Bewegung ist. Überall. Nee, ist gar nicht, ganz sowieso nicht. Es ist, glaube ich, diesen Sommer ein Extrem. Also, wenn du überlegst, wir sind dir nicht mal in Anführungszeichen Rebic los geworden. Also so. Ja, ich glaube, da hat man sich aber auch so ein bisschen verpokert. Da hat man viel drauf gesetzt, dass die Engländer da wieder irgendwie die Geldschatullen aufmachen, und die waren dieses Jahr A, sparsam, und B, durch den frühen Transferschluss ist das auch alles so ein bisschen anders da gelaufen. Ich glaube, wenn die länger Transferfenster gehabt hätten, dann wäre da auch noch irgendwie mehr gegangen. Dieses Hochrüsten hat da nicht stattgefunden. Weil du hast ja dann, also ist ja nicht verpokern, weil du hast ja dann noch einen draufgesetzt, ne? Aber wusstest halt, okay, es gibt die Angebote nicht, dann ziehen wir Option B, und die ist ja mega geil, ne? Also natürlich ist es so, dass du halt diese Ablösesummen einfach nicht bekommen hast. Selbst die Chinesen waren ja relativ ruhig dieses Jahr, ne? Ja, das stimmt. Insofern, ich weiß nicht, es ist schwierig, der Transfermarkt zieht, also ich will so sagen, die ganz großen Summen, die gibt es nur noch für ganz, ganz große Spieler, und ansonsten hörst du nicht mehr so wirklich viel. Gibt schon noch teilweise merkwürdige Summen, wenn ich mir den einen oder anderen Mainzer Abgang angucke. Aber gut. Lässt dir Marvin keine Ruhe. Nein, es lässt mir keine Ruhe. Nein, es wird mir niemals in Ruhe lassen. Ich muss echt sagen, macht mich immer wütend, wenn ich drüber nachdenke. Aber es wird spannend, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was machst du mit der Performance-Leistungs-Hochschiebungsgruppe? Ja, das ist ja die dritte Frage. Sehen wir irgendjemanden aus der Performance-Leistungsgruppe 2, der vielleicht dann auch wieder so Richtung 1 irgendwie laufen könnte? Ich meine, wenn du die Spieler ja eh da hast. Ja, hast du eh da. Und wenn sich einer verletzt auf der Position, dann natürlich. Wenn sich jetzt plötzlich Jovic und Paciencia verletzen, natürlich nimmst du Gotha wieder rein, wenn er eh da ist. Ja, gut, beziehungsweise verletzt als Innenverteidiger, wenn irgendwie der eine außer Form ist und du weißt nicht, du musst irgendwie Salcedo auf rechts stellen oder irgendwas, dann kannst du den auch schon in die Mitte stellen. Die Frage ist aber halt, wie regelst du das trainingstechnisch, wenn du das jetzt noch hinkriegst? Da bin ich sehr gespannt. Die Frage ist ja eher,
ganz ehrlich, so wie das für mich rüberkam, ist das halt wirklich so, muss man aufpassen, was man da sagt, ist das aber halt schon irgendwie so, nee, Abstellgleis. Also von der Kommunikation nach außen hast du die Leute ganz offensiv aufs Abstellgleis gestellt. Und nicht nur, dass du sie wieder in den normalen Trainingsbetrieb integrieren musst, versuch mal jemanden, der irgendwie ein halbes Jahr von dir sehr offensichtlich auf so ein Abstellgleis gesetzt worden ist, den dann davon zu überzeugen, dass der mit Leistung und Spielspaß und so weiter doch bitte hier wieder 100% Leistung abliefern soll. Also ich rede ja jetzt nicht mal von 120, sondern einfach nur normales Business abliefern soll, wenn du ihn vorher da aufs Abstellgleis, das ist schwierig. Kannst aber trotzdem auch, es gibt trotzdem die kuriosesten Geschichten, was das betrifft. Erinnert euch bitte an Salif Sané in Hannover. Der sollte auch zu den Amateuren abgeschoben werden. Da gab es irgendwelche Umstände, plötzlich, zack, er spielt jetzt bei Schalke. Ja, also, das ist. Wenn der Profi kann ja auch opportunistisch, selbst wenn er beleidigt ist, kann er trotzdem opportunistisch denken, okay, dann nutze ich jetzt hier dieses Schaufenster Eintracht Frankfurt und er kickt mir vielleicht noch mehr Kohle, indem ich gut spiele. Also, das ist ja nicht so, dass die Eintracht denen dann dankbar sein müsste, dass sie spielen können, sondern die können das ja auch nutzen. Egal, ob die vielleicht sauer auf die Eintracht sind, dann sollen die halt mit Wut im Bauch spielen, weil das ist ja auch trotzdem vom Vorteil für die. Du, ich sage ja gar nicht, dass es komplett unmöglich ist. Ich sage nur aus der Erfahrung heraus, die ich an anderen Stellen gemacht habe, Leute, die du über einen längeren Zeitraum sehr offensiv da beiseite geschoben hast, die sind halt dann schon mal sehr eigenwillig, wenn es heißt, die wieder ins normale Geschäft zu integrieren. Ich stimme dir vollkommen zu und trotzdem sage ich, dass es bei einigen Spielen nicht funktionieren wird, aber definitiv funktionieren wird es bei Fabian. Ich sage, wenn Fabian nicht wechselt, wird Fabian die Überraschung der Hinrunde, weil der eine oder andere Spieler wird sich verletzen und plötzlich ist er wieder da. Weil ich glaube, der hat trotzdem genug Bock und bei Fabian hast du eigentlich zwischen den Tönen schon sehr deutlich gemerkt, dass Hütter ihn gar nicht abgeben will. Also ich fand, aber warum hat er ihn dann dahin geschoben? Nur weil es weil er dachte, er geht notwendig war. Und er vielleicht Mbabu unbedingt haben wollte. Vielleicht war das so dieser Trade, zu sagen, okay, wir können dir Mbabu aber nur holen, wenn du uns einen Spieler gibst, der viel Geld verdient, den du aber loswerden musst. Da hat er vielleicht gedacht, gut, ist der Spielertyp ist in meinem System vielleicht gar nicht so krass vorgesehen, ist teurer als Geraldes, dann muss ich halt den sauren Apfel beißen. Und vielleicht hätte der Hütte ja gesagt, am liebsten würde er beide haben. Das kann ja auch sein, aber kannst du ja manchmal nicht. Mhm. Kannst du ja manchmal. Wenn deine Mutter zu dir sagt, hier, du kriegst nur zwei Bällchen Eis, musst du dich für eine Sorte entscheiden, René. Dann kannst du nicht noch ein drittes Bällchen haben. Vielleicht war das einfach so eine Situation. Und ich glaube auch, was der Marvin sagt, wenn Fabian wirklich bleibt, dann ist er ein ernsthafter Kandidat, der wirklich am 7., 8. Spieltag plötzlich in der Startelf stehen kann. Der ist ja, das ist ja kein schlechter Kicker. Nein. Also muss man ja auch mal sagen. Und hört ihr die Nuancen, die gibt's ja auch auf Hessenschau, gibt's ja die Audiosnippets von Hütter, als er die Entscheidung artikuliert. Da hörst du schon, dass er sagt, dass Fabian ein sehr talentierter Spieler ist. Oh, hallo? Wer ist denn das? Oh, mit Gude. René. Hi, du bist direkt online. Hervorragend. Guck mal da, wer da ist. Grüße. Yeah. Verehrung, wie geht's? Gute Ahmed, hi. Hi. Entschuldigung, ey, ich bin hier allein zu Hause und mein Sohn wollte nicht schlafen und dann bin ich mit ihm eingeschlafen, dann bin ich aufgewacht. Dann ist er aufgewacht, hat rumgeschrien. Deshalb ein bisschen kompliziert. Super, alles gut. Wie die Vorbereitung von Eintracht. Genau. Ja, aber mein Sohn holt nicht die Champions League. Ich will ja auch nicht. Ja, schon vorverurteilt. Das normal. Wissen, ja. Scheiße. Genau, wir diskutieren gerade ganz fleißig darüber, wer sich eventuell aus der Trainingsgruppe 2 wieder nach oben spielen kann. Wir haben gerade so ein bisschen über die Transfers gesprochen und Marvin war gerade dabei auszuführen, dass Fabian die zweite Luft kriegt und der neue große Stern am Eintrachthimmel wird, so ungefähr war es. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ich habe erstmal einen Wunsch. Ehrlich gesagt, ich träume davon, dass unser Eingewächs wieder zurückkommt. Also wenn das der Lehrer zurückkommt, das tut mir echt in der Seele weh, das zu sehen. Ja? Das ist nicht schön. Und ich wünsche mir, dass der wieder zurückkommt und dass der die Kurve kriegt. Ich meine, erinnert euch mal an die Abstiegszeit und all das. Nee, lasst es bleiben. Aber ich meine, der Junge hat Charakter in dem ganzen das war nicht Abstiegsjahr, aber die Abstiegskämpfe, Relegation und so, ja. Wie der vorne marschiert ist, das war schon der absolute Hammer. Und deshalb, hört ihr mich überhaupt? Ja, wir hören dich, alles gut. Achso, und deshalb, also wenn es einen gibt, wo ich mir das wünsche, dann ist es der.
wo ich wetten würde, der kommt nicht wieder, das ist ein bisschen zynisch, würde ich nie machen, ist Kamada. Ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube, der kriegt nicht mehr die Kurve und ist weder physisch noch technisch einfach reif für die Bundesliga. Aber ey, wenn Fabian Dösch, ich meine, ich fürchte ja, es wäre schön, wenn es so ist, wie Basti sagt, aber wenn ich es richtig verstanden habe, will er Beşiktaş stehen haben. Und es kann sein, dass er jetzt irgendwie mit dem nächsten Flieger wieder zurückfliegt nach Istanbul. Die suchen ja händeringend einen Zehner. Ja gut, aber die haben sich ja so ein bisschen durch ihre Nummer da jetzt so ein bisschen disqualifiziert. Also die Nein, nicht Fenerbahce. Achso, das war ja Fenerbahce. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Nee, wenn es so ist, wie Bobic und Fabian und sein Berater uns sagen, dann ist das, passt es auf keine Kuhhaut. Ja, was für Arschlöcher. Das habe ich auch vorher gedacht, ehrlich gesagt, das hat bei Fabian nichts zu tun. Aber aber Beşiktaş ist ein geiler Verein und es kann sein, dass die jetzt doch noch reinkommen. Allein deswegen schon, weil die es vorher unbedingt zeigen wollen. Aber wie gesagt, die hatten wohl Kontakt, das habe ich zumindest hier und da gelesen. Ja. Und die suchen händeringend Zähne. Das wäre eine geile Nummer. Also das wäre noch eine geile Nummer. Da würde ich mich ja auch für Fabian freuen. Also ich meine, wenn der ja. schon emotional auf die Türkei vorbereitet hat und dann hat er Paul gesagt, nicht ganz so viel wechseln, das ist doch ganz gut. Ja, also wäre eine stabile Nummer. Wobei dieses Foto mit dem Schal, was er am Flughafen gemacht hat, oh ja, das kann ich ganz so gut. Das werden die Beşiktaş-Leute ihm niemals verzeihen. Scheißegal, was er macht. Das ist dann nicht schön. Das ist ja relativ hart da in Istanbul. Andererseits, das hat ihm ja bestimmt irgendein Fan hingedrückt, also insofern, da kann er ja wahrscheinlich gar nichts für. Ja, nein, das ist klar, ja, aber das Foto bleibt für immer. Das ist richtig, ja. Ja, das ist richtig. Also wenn ich das gerade eben richtig gelesen habe, dann gibt es nochmal ein aktuelles Statement von Bobic, der sagt, dass es durchaus sein kann, dass man bis Freitag noch aktiv wird, da man davon ausgeht, dass auch auf der Abgangsseite noch was passiert, also von daher... Schauen wir mal, da wird es wohl den einen oder anderen geben, der da noch so ein bisschen, der noch weggeht. Und wir hatten es gerade eben auch schon diskutiert, wir gehen sehr stark eigentlich davon aus, dass man auf der Rechtsverteidigerposition nochmal nachlegen muss, weil wir dadurch den Schändler-Ausfall jetzt doch so ein bisschen arg unterbesetzt sind. Also den Buben aus Basel, sondern Bernd, danke. Entschuldigung, alles südlich vom Main ist Sachsenhausen. So, also ich mein den, oder was? Ja. Ja. Genau. Das war so ein bisschen unsere Hoffnung, unser Wunsch. Aber ich meine, Basti und ich haben ja darüber schon mal geredet. Braucht man nicht einen Sechser? Auch. Klassische Antwort eigentlich ist auch. Auch. Das ist nicht, keine besonders beruhigende. Ja? Ich meine, wenn der Gelson jetzt irgendwie den Chef spielen soll, ist ja eigentlich geil. Der Guzman ist, wie soll man das nett sagen, mal so, mal so. Und da bleibt nur noch Toro, wenn die den Markt nicht mehr spielen lassen. Und also, das ist zu wenig. Und ehrlich gesagt, beim Toro, der ist ballsicher, der ist zweikampfstark, aber so Spielübersicht habe ich noch nicht entdeckt. Also ich muss sagen, ich glaube, ich vermute, dass die Schlüsselspieler für Hütter eher auf den Außen liegen und dass, wenn Hütter sein System komplett spielt, wie er es will, dass du mit zwei, ich will es mal Zerstörer auf der Sechs spielst. Ich will es mal Zerstörer nennen. Und dafür hättest du meiner Meinung nach genug. Du hättest De Guzman, du hättest Toro, du hättest Hasebe und Fernandes. Das sind alles reine Sechser. Ja gut, bei De Guzman ist es vielleicht so, dass er fast so ein bisschen in den halben Achterbereich reingeht. Aber du könntest trotzdem mit, sagen wir mal, mit Hasebe und Toro, Hasebe und Fernandes und De Guzman, da hast du schon vier Spieler für zwei Positionen, die halt wirklich eigentlich hauptsächlich defensive Aufgaben haben und die offensiven Feuerwerke werden dann halt über die jeweiligen Pärchen auf den Außen gezündet. So habe ich Hütte auch verstanden. Und da würde ich dann, wenn das so ist, dann würde ich einigermaßen ruhig schlafen, weil da würde mir das auf der Sechserposition ausreichen. Natürlich muss man dann damit rechnen, dass sich die Statik von unserem Spiel komplett verändert. Ja. Und du vielleicht auch für Giraldes dann eigentlich niemals irgendwie eine Verwendung haben wirst. Ja, klar. Aber darf ich dazu zwei Fragen stellen? Erstens, glaubst du ernsthaft, Hasebe kann noch irgendwie eine ganze Saison Sechser spielen? Ich glaube das nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Es ist halt eine Teilzeitkraft mit, also wenn sich vier Leute klar, zwei Jobs teilen, das sollte... Ja klar, ich meine, da hinten in der Dreierkette oder drei Fünferkette, da ist ja auch das Laufpensum ganz anders und da kann er auch seine Spielübersicht, die er
im Gegensatz zu Toro hat ausspielen. Und ich finde, an guten Tagen hat er das grandios gemacht. Ich sehe den ehrlich gesagt nicht mal als Sechser. Und die zweite Frage ist, Pokalfinale gegen Dortmund. Da hatten wir 4 Sechser im Kader, 2 sind ausgefallen. Am Ende ist Medojevic reingekommen und da hat 60 Minuten So, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich meine Antwort war ja, man darf den Stendera nicht verkaufen, sondern man muss den wieder zurückholen. Und alles, was Trainingsgruppe 2 hat, ich erinnere mich nicht an einen Kader, wo das mal langfristig gut gegangen ist. Also, aber gut. Ja, ich stimme dir vollkommen zu und ich war ja die ganzen Monate jetzt auch dafür, dass wir noch einen zusätzlichen Sechser holen, allein weil für mich so ein Sechser auch eine emotionale Stabilität bringt, weil ich immer denke, okay, da haben wir noch einen. Bei uns beiden, ja. Ja, es ist halt irgendwie einfach so. Ich bin dann beruhigter einfach, ja. Ich bin dann ruhiger. Ja, klar. Aber es gibt irgendwie keinen wirklich guten, der auf dem Markt ist. Wir haben lange über Nuri Sahin fabuliert, da passiert nichts. Das ist ja auch jetzt nicht der klassische Sektor, kann aber auch spielen. Es passiert nichts in der Richtung und ich glaube, die Eintracht wird wirklich nicht mehr tätig. Ich befürchte es auch. Ich glaube, wenn die Eintracht einen holt, dann nur noch den Rechtsverteidiger und dann wird sich das System komplett verändern. Das ist natürlich ein Risiko, weil Omet spricht einen validen Punkt an. Hasebe kannst du nicht zu 100% dort einplanen. Du kannst eigentlich auch ein Fernandes und ein Toro jeweils aus verschiedenen Gründen auch nicht zu 100% einplanen. Das heißt, für mich ist er eigentlich der absolute Stammspieler im zentralen Mittelfeld, Guzman. Und der kriegt dann immer einen wechselnden Partner. Und er kann aber auch keine 50 Spiele machen. Also das ist, und wenn sich einer verletzt, stehen wir nämlich da. Also das ist, wen hast du dann noch? Dann musst du dann wieder Russen auf die 6 ziehen. Also ich sag mal, der Idealfall wäre für mich, dass du alle aus Trainingsgruppe 2 los wirst und noch einen Rechtsverteidiger und einen Sechser holst. Aber gut. Fallett. Also ich hätte eher auf Fallett als auf Russ gesetzt, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, ich auch. Ich glaube aber, dass Fallett, das wird uns nicht das Genick brechen, wenn er noch geht, sage ich, so wie ich es mir formulieren. Nee, das ist richtig, aber auch da, ich meine, Wie viel Innenverteidiger gibt es da noch? Dann gibt es Bayreuther neben denen, die spielen und Rust. Ja, du hast ja quasi 2 Positionen, das werden meistens Abraham Salcedo sein, dann hast du halt einen Dika und Rust hinten. Das ist natürlich knapp kalkuliert, aber das ist auch dem geschuldet, dass Hütter scheinbar echt mit wenig Spielern arbeiten will. Also das ist, du hast ja alleine dann von der numerischen, du hast es ja einfach dann so, dass einfach nicht mehr Platz da ist. Du kannst halt du meinst, das Spiel in Ulm war Teil des Plans oder was? Hör mal auf. Das war nicht fertig. Wir spielen ja hoffentlich ganz viele englische Wochen. Und da weiß ich nicht, ob, ich meine, das, was ja der Klassiker ist für Mannschaften, die überraschend Europa spielen, ist, dass ihnen grundsätzlich immer die Kadertiefe fehlt. Guck dir mal die Kölner an. Ich meine, wir sind nicht die Kölner, wir werden nicht denselben Weg gehen, die können uns mal, aber ich meine, denen hat am Ende irgendwie die Nummer 16 und 17 gefehlt, die auch noch gut spielen kann. Ja gut, aber Hütter hat ja schon sehr offensiv gesagt, er will mit einem Kader von 23 Mann spielen und dann hast du da vielleicht irgendwie deine 13, 14 wirklich hochkarätigen Spieler und das andere ist Backup, wo du aber eigentlich auch zum Teil froh bist, wenn die während dem Spiel nicht eine Minute am Ball sind. Ja gut, aber damit sind wir beim Linksverteidiger, aber das lassen wir jetzt auch weg. Das ist tatsächlich so, ich sehe das auch. Ja, das die Eintracht wird auch darauf angewiesen sein, dass in dieser Europapokalsaison sich nicht viele verletzen, wenn du so einen dünnen Kader hast. Da darf sich eigentlich keiner verletzen. Das ist vielleicht für die Arbeit, für die Trainingsarbeit im Alltag und für das Spielsystem, um das zu implementieren, ist das vielleicht besser. Es birgt natürlich aber auch Risiken, da bin ich bei euch. Also ich sehe das auch. Das ist alles auf Kante genäht. Das ist alles genauso viel, wie du gerade brauchst. Und da darf dann wirklich nichts Außergewöhnliches passieren. Das heißt, es darf sich pro Position maximal einer verletzen, weil du dann einen Backup hast. So sehe ich das ungefähr gerade, dass du für jede Position 2 Spieler hast. Wenn sich dann aber plötzlich beide verletzen, stehst du halt da. Das ist ja, du hast ja nicht nur Verletzungen, du kannst ja auch sperren oder sonst irgendwas, ja? Also da gibt es ja viele Dinge, die irgendwie sein können. Es muss ja nicht immer eine Verletzung sein. Ja, ich sehe es auch so. Also sagen wir mal, wir trennen es auch mal ein bisschen. Also die Offensive sehe ich gut aufgestellt. Da kann nichts passieren, da kann sich sogar mal einer verletzen, finde ich. Da bist du, glaube ich, sehr, sehr gut besetzt, weil du auch viele, wie Favre das so schön nennt, polyvalente Spieler hast. Das heißt, Müller ist zum Beispiel jemand, der kann... Müller kann zum Beispiel...
Müller was kann zum Beispiel. Das? Entschuldigung. Ja, vielseitig, glaube ich. Vielseitig einsetzbar. Ja, der kann zum Beispiel einen Mittelstürmer und einen Außenstürmer ersetzen, glaube ich. Das kann Rebic auch. Und das kann sogar, wenn es sein muss, Jovic auch. Das heißt, vorne wirst du eigentlich immer vier Leute haben, wo ich bei keinem auch Schiss habe, okay, oh scheiße, der spielt. Da bin ich fest von überzeugt, wenn natürlich in die Hölle zufriert und sich fünf verletzen, dann ist halt so, aber da vorne bin ich eigentlich einigermaßen safe. Die Sechserposition haben wir eh schon angesprochen. Ja, und hinten hast du halt wirklich für jede Position nur zwei Spieler und als Rechtsverteidiger eigentlich jetzt mittlerweile nur noch einen. Das ist, glaube ich, ein bisschen arg dünn. Das ist arg dünn, gerade weil wir, Omid hat es gesagt, Europapokal spielen und da könntest du wirklich noch so ein bisschen Breite gebrauchen. Fehlt der Eintracht halt. Ich weiß aber nicht, was der Plan ist, weil wenn der sagt, er will mit so und so vielen Spielern trainieren, dann hast du ja nicht mehr Plätze. Und dann kannst du auch nicht erwarten, dass einer von Trainingsgruppe 2, weil die trainieren ja dann trotzdem nicht im Wettkampfmodus. Klar trainieren die auch hart, aber die trainieren ja nicht mannschaftstaktisch dann. Das heißt, du kannst auf die gar nicht zugreifen. Aber ich will das Thema U23 jetzt nicht noch neu aufmachen. Grüße. Schwierig. Ja, du wirst jetzt sowieso noch einen hochziehen müssen, da bin ich mal gespannt, welcher es wird, oder du kaufst einen neuen deutschen Spieler, das hängt halt allein damit zusammen, dass wir den guten Danny Blum veräußert haben. Ne? Also damals, aber trotzdem ist er halt weg. Ne? Ja klar, du brauchst noch einen Spieler im Kader. Richtig, ja, da bin ich mal gespannt. Also ich meine, im Zweifel gibst du irgendeinem U-Spieler einfach einen Profivertrag. Weiß ich nicht, könnte man auch anders regeln, müssen wir sehen, ne? Aber irgendwas werden sie in der Richtung noch tun müssen. Das definitiv. So, jetzt waren wir eigentlich, wäre jetzt der Plan gewesen, nach vorne zu schauen und auf Bremen zu gucken. Da Omid jetzt erst dazugestoßen ist, würde ich dir zumindest noch die Chance geben. Gibt es noch irgendetwas, was du zu dem Freiburg-Spiel erwähnen möchtest, was nicht das Wort Einwurf enthält? Ich gehe mal ganz kurz für kleine Pokalsieger. Was war das Problem im Einwurf? Ich habe kein Problem gesehen. Ja, ich weiß, aber das Thema auch durch. Ich meine, der Bobic hat den einen Satz gesagt und dem habe ich nicht hinzuzufügen, war unser Ball fertig. Ja. Also, sagen wir mal so, ein Spiel kannst du auch verlieren. Und dann brennt dabei die Scheiße. Und das ist halt nicht passiert. Da hätten wir es definitiv verloren, ja. Ja, wir haben hier vor einem Jahr schon mal miteinander geredet, das super Ding an diesem Kader, obwohl der Prinz nicht mehr da ist, ist ja, da sind wirklich ganz viele Erwachsene. So, und das siehst du dann. Das siehst du dann, dass der Gelson da einfach Gold wert ist, egal wie langsam der mittlerweile ist. Ja. Weil er tatsächlich da steht, weil er nicht zulässt, dass bei Druck das Ganze zusammenfällt. Und das ist deshalb ist es, glaube ich, erstens schön, dass wir gewonnen haben, hätten wir auch verlieren können. Zweitens, zufällig war es nicht. Und das mit dem Einwurf, schön, schön. So. Aber also ich habe weit mehr Angst vor Bremen-Spiel, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass die Bremer die Saison wirklich was drauf haben. Und weil sie das mit Abstand beste Schnäppchen auf dem gesamten europäischen Markt sich geleistet haben mit dem Zehner, den ich für einen der besten halte, den es überhaupt gibt. Und ich bin immer noch sprachlos, dass er sich in Everton nicht durchgesetzt hat, der Klaassen. Aber so krass, sich, ne? Ja. Die Eintracht war doch mal dran. Ja, ich meine, wenn der sich akklimatisiert dann und auch nur die Hälfte dessen spielt, was er vor zwei Jahren bei Ajax gespielt hat, dann redet niemand mehr so von Zeiten von Diego oder wie die alle hießen, die berühmten Zehner von Werder. Der Typ ist eigentlich absolute Weltklasse. Keine Ahnung, was, wie gesagt, in Everton los ist. Da gab es ja, glaube ich, auch viel Zorres um viele Dinge. Aber wie gesagt, vor Bremen habe ich mehr Angst als vor Freiburg. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich fand aber noch deinen Input zu Gelson Fernandes richtig gut. Ich muss sagen, ich habe den in der letzten Zeit mal ein bisschen näher mir angeguckt, auch so seine Interviews. Das ist echt ein Typ, der für mich bei jedem Mal noch irgendwie dazu gewinnt. Ich mag seine Interviews, sehr bedächtig, sehr intelligent und klug auch. Ein sympathischer Zeitgenosse. Ich glaube, der kann so ein bisschen in die Fußstapfen treten, je nachdem, wir müssen es abwarten, aber kann theoretisch noch, wenn er fit bleibt, ein bisschen in die Fußstapfen treten von einem späten Schwegler.
Das macht mir ein gutes Gefühl, aber ich stimme dir auch so auch zu, im Zweifel. Könnte es gegen Bremen, und über die werden wir ja gleich sprechen, ein bisschen anders werden. Ja, dann lass uns doch direkt über Bremen sprechen. Das haben wir jetzt ja schon so oft angedeutet. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich mit Bremen in der Vorbereitung jetzt nicht so wirklich viel beschäftigt. Außer, dass ich eben die Transfers da so ein bisschen geguckt habe. Das erste Spiel ist halt auch das erste Spiel. Das kannst du halt auch irgendwie überhaupt nicht werten. Ich glaube schon, dass die wesentlich mehr Ambitionen haben und dass das nicht spielerisch nicht einfach wird. Ich glaube, was uns allerdings zugutekommt, ist, dass es das erste Heimspiel für uns ist und da wird ganz ordentlich Stimmung in der Bude sein. Was natürlich auch wieder Druck auf die eigene Mannschaft bringt, weil da willst du es natürlich halt überhaupt nicht verkacken. Ja gut, aber Bremen, ohne Scheiß, dadurch, dass viele Leute Bremen im Sommer schon feiern, stehen die auch unter einem gewissen Druck, weil die haben gute Transfers getätigt, die hatten, der Trainer, der ist auch gut angekommen, der war ja nicht die ganze Zeit da, ist ja jetzt, glaube ich, seine erste richtige komplette Vorbereitung. Ja. Die Stimmung dort ist sehr gut. Und dann spielst du plötzlich nur 1-1 gegen Hannover zu Hause. Ich glaube, das hatten die sich auch anders vorgestellt. Das heißt, die fahren auch hierher und denken, oh je, wenn wir jetzt in Frankfurt auch noch verlieren, jetzt sind vielleicht diese Vorschusslorbeeren-Euphorie-Gesänge, sind dann auch erstmal verstummt. Also wenn man das aus Bremer Sicht betrachtet, haben die genauso viel zu verlieren wie wir eigentlich. Also die können auch dann plötzlich, Stuttgart hat das ja auch erlebt, Stuttgart hat direkt gesagt, boah, guck mal, die haben 5 Spiele auf einmal geholt, boah, und bla 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 und hier alles gute Transfers und die sind ein Kandidat für den Europapokal, ja zack, verlieren die 1-0 in Mainz. Den beiden ist die Eintracht schon einen Schritt voraus. Das würde ich einfach mir als Eintracht Frankfurt dann auch denken und denken, er kommt erstmal her, zeigt mal, wie geil eure Transfers sind. Es kann natürlich auch sein, dass Bremen jetzt hier auch nochmal verliert, dann sind die mit einem Punkt gestartet. Also man sollte so ein bisschen vielleicht von dem Druck auch, den die Eintracht sowieso hat, leider muss ich dazu immer noch sagen, weil es für mich trotzdem noch ein bisschen früh ist, Druck zu haben, den hat Bremen genauso. Also da würde ich, das ist für mich ein typisches Spiel, was vielleicht 2-2 ausgeht. Ich würde mich nur nicht anschließen dem Vergleich mit Stuttgart. Ich glaube, dass die Stuttgarter super viel Geld ausgegeben haben für irgendwann mal, während die Bremer echt ziemlich fertige Leute haben und zumindest von außen aus gesehen eine relativ intakte Hierarchie, die sie in Stuttgart erst noch finden müssen. Und ich meine, und die haben vor allem mit diesem Kruse jemanden, der ganz viel Aufmerksamkeit absorbiert und den anderen auch Räume lässt. Und das meine ich jetzt sozusagen medial und in der Öffentlichkeit. Und da kann der Klaassen sich auch mal 3 schlechte Spiele erlauben, bevor er durchstartet, weil alle eh auf den mit der großen Klappe gucken. Und deshalb, und ich sehe nicht, dass die Stuttgarter wollen froh sein, wenn sie einstelligen Spiel, am Ende irgendwie 9. werden. Also, ja. Das ist bei Bremen anders. Kruse ist aber auch noch angeschlagen, deshalb, Ich glaube, Kruse ist noch so ein bisschen angeschlagen, ja. Ja, nee, ich meine ja jetzt über jetzt nicht nur in die Ja, ich weiß schon. Grundsätzlich, ich glaube, dass die Stuttgarter echt viel Geld verbrannt haben. Für eine Mannschaft nach dem Aufstieg in der 2. Saison ist das, glaube ich, sehr gewagt, wie die da Geld ausgegeben haben. Also ja, Stuttgart hatten wir vor ein paar Wochen ja schon mal behandelt. Also ich sehe das weiterhin relativ positiv, auch wenn die sich natürlich auch erstmal einspielen müssen. Aber was du zu Bremen sagst, stimme ich dir vollkommen zu. Die haben sich ordentlich und smart verstärkt. Also natürlich ist David Klaassen die Hausnummer, die wir uns vor ein paar Jahren auch mal gewünscht hätten. Wir hatten ja, glaube ich, vor einem Jahr auch mal drüber gesprochen. Dann haben sie, ich mega smart finde, auch mit Kevin Möwald jemanden verpflichtet, der zuletzt bei Nürnberg sehr, sehr positive Schlagzeilen dafür gesorgt hat. Ich finde auch die Verpflichtung von Martin Hanek, auch wenn es halt eher damit zusammenhängt, dass Max Kruse Martin Hanek unbedingt haben wollte, ja, was sehr, sehr lustig ist. Die beiden verstehen sich anscheinend ganz gut. Aber es gibt Kruse natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, ja, wenn ich ausfalle, dann weiß ich, da ist Hanek da. Und die können auch zusammenspielen. Noch verletzt ist Johansson, auch ein guter Spieler. Die haben sich schon ganz smart verstärkt. Die müssen halt nur sehen, dass sie das genau so machen, wie es eigentlich gedacht ist. Dass jetzt letztens schon wieder Pizarro eingewechselt wurde, hat mich fast ein bisschen gewundert. Das kann ich nennen. Also, weil ich meine, der ist wirklich schon älter und der sollte jetzt nicht die erste Option zur Einwechslung sein. Der ist aber gut reingekommen, der sah echt fit aus. Also, der sah echt trainiert aus. Der hat auch 3 richtig gute Chancen gehabt. Also, vor dem habe ich noch ein bisschen Bedenken. Der ist der neue Seroberto, er musste aufpassen.
Ja, aber an sich, ne, also das ist eine gut zusammengestellte Mannschaft. Die haben schon geile Kicker. Augustinsson hat durch die WM, hat er sich auch nochmal einen anderen Status verschafft. Die haben mit Rashica, haben die einen, den die auch einwechseln können, der ist interessant. Das ist eine interessante Truppe. Ich hoffe einfach, dass die A, durch diese Erwartungshaltung, die sie auch, glaube ich, selber ein bisschen forciert haben, auch durch Aussagen von Baumann und so, dass man schon irgendwie Richtung einstellige Tabellenplätze will, selber ein bisschen forciert haben, dass die einfach aktuell nur noch nicht so weit sind. Ich glaube, auf sich werden die sich einspielen und eine gute Rolle spielen, aber vielleicht ist es am zweiten Spieltag noch so, dass man die jetzt zu Hause einfach nochmal weghauen kann, weil bei denen auch noch nicht alles ins, jedes Rädchen ins andere greift und dass man einfach diese Situation ausnutzt. Und selbst wenn wir nur so halbglücklich wie gegen Freiburg wieder nur zu Hause einfach 2-0 gewinnen, wo man weiß, okay, es ist noch ein Sand im Getriebe, aber wir haben wieder das Glück auf unserer Seite gehabt, damit wäre ich dann auch zufrieden. Ich fange erst an, das Spiel der Eintracht an sich zu bewerten nach dem 6., 7. Spieltag, zu sagen, okay, die Verletzten sind wieder da, man hat eine Länderspielpause gehabt, man hat viele Spiele jetzt mal auch unter der Woche gehabt, also erstes Europapokalspiel, dann gibt es die erste englische Woche, glaube ich, gegen Gladbach. Dann kannst du dann irgendwann sagen, okay, es waren jetzt ungefähr 10 Pflichtspiele, jetzt kann man mal kurz gucken, wohin die Richtung gehen soll. Was jetzt alles noch passiert ist, wie gesagt, der Situation, die wir jetzt ausführlich beschrieben haben, geschuldet. Ich bin mit allen möglichen Spielszenarien zufrieden, Hauptsache die Eintracht gewinnt. Jo. Ja. Dann Tipps? Ich sag 2-2. Du sagst 2-2, das hast du vorher schon eingetragen. Und ich habe es mir gemerkt. Ich. Fleißsternchen. Okay. Omid. Ach, wir gewinnen 2-0. Ich weiß zwar nicht wie, aber scheißegal. Wir gewinnen 2-0. Egal, Hauptsache es stimmt. Marvin? Das ist nicht leicht. Also Gefühl sagt 1-1, aber ich will einen Heimsieg, also sage ich 2-1 für die Eintracht. Ich würde jetzt auch sagen, dass Bremen, ja, ein Tor werden sie schießen. Ich bin mal ganz kühn und sage 3-1. Mhm. Ein bisschen Optimismus muss man ja hier mal in den Laden reinbringen. Ja gut, dann haben wir den Teil auch durch und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo wir reden müssen über Menschen, die komische Dinge erzählen. Rumenigge, Rumenigge. I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rumenigge, Rumenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir haben auch diese Woche wieder ein paar Menschen, die uns als Nominierte vorgeschlagen wurden. Aber als erstes müssen wir natürlich erstmal auflösen, wie denn das Ergebnis unserer Abstimmung von letzter Woche war. Wer war denn da so euer Favorit? Oder wisst ihr überhaupt noch, wer da mit der Liste, wer da drauf war? Ich bin jetzt aber nicht da. Gut, dann sage ich noch einmal gerade, wer drauf war, dann könnt ihr ja euren Favoriten mal nennen. Wir hatten einmal Christian Falk, der diesen komischen Vergleich mit dem Vornamen und Nachnamen unseres Trainers und oder dem ersten Buchstaben des Nachnamens und Europa gebracht hat. Dann hatten wir Julian Franzke, der im Kicker der Eintracht den Abstieg herbeigeschrieben hat. Dann hatten wir Uli H. und den Faktencheck-Artikel dazu im Spiegel über Özil und sonst irgendwas. Dann hatten wir Toni Groß ebenfalls mit einer Özil-Aussage und dann hatten wir noch Ralf Ralle Rangnick für seine Aussagen zu Rudi. Wer wäre denn da so euer persönlicher Favorit gewesen? Ralle. Auf jeden Fall, Rangnick gewinnt. Also normalerweise würde ich sagen, diese Nummer von Groß, es gibt in Chemnitz keinen Rassismus, das war schon richtig. Aber es ist eigentlich für mich bis in alle Ewigkeit Uli Hoeneß. Dann liegst du richtig, der hat mit 34,2% auch gewonnen und war damit ganze 13% vor Toni Groß. Ja, zu Recht. Zu Recht, ja. Ja. Dann gucken wir doch mal, wen wir da diese Woche auf unserer Liste haben. Wir haben einmal eine Hörernominierung bekommen von unserem Hörer Ed Sven Tweeting. Der nominiert Didi Hamann, der bei Sky 90 gesagt haben soll oder gesagt hat, dass
der Herr Witzel natürlich kein Weltklasse-Kicker ist und als Begründung führt er an, weil er hat ja nur in China und in St. Petersburg gespielt und nicht bei den großen Vereinen. Also wir lernen aus St. Petersburg, Spieler, die in St. Petersburg spielen, können keine guten Fußballer sein. Dann haben wir eine Hörernominierung von @tobilix. Der nominiert den Herrn Pfaffenstiel, der in einer Twitter-Konversation ganz klar gesagt hat, dass das Spiel Hoffenheim gegen Leipzig im Pokal natürlich das beste Spiel überhaupt ist und dass sich da alle anderen mal noch irgendwie eine Scheibe abschneiden können. Ja. Gut, der arbeitet halt auch für Hoffenheim, ne? Ja, ja. Bisschen blöd. Heißt, glaube ich, auch Pfaffenstiel, glaube ich. Ja, Pfaffenstiel, habe ich schon gesagt. Was hat René gesagt? Pfaffenstiel. Ja, es ist ähnlich. Lutz war Pfaffenstiel. Ja, Pfaffenstiel. 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 Und dann haben wir noch eine höhere Nominierung von dem Gast der letzten Woche, Jochen Rabe. Der schlägt Reschke für die Aussage vor, ich lese es so vor, wie er es geschrieben hat, das Spiel gegen Mainz ist so ein Drittelspiel. Bitte? Fragezeichen. Ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, ein Drittel, dass du unentschieden spielst und ich hoffe auf das Drittel, dass du das dritte Drittel. Ja. Auch wenn er Mathematik studiert. Ja. Akademiker. Deine Wellenlänge, Basti. Grüße. Habt Michael. Ihr denn noch Menschen, die ihr nominieren wollen würdet? Ich nominiere, ja, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch? Ich nominiere alle Freiburg-Fans, die gesagt haben, dass das, was die Eintracht gemacht hat, moralisch höchst verwerflich ist. Also David. Habe ich nicht gesagt. Aber gemeint. Nein. Das werde ich niemals tun. Gab noch viele andere. Grüße. Ich nominiere Grindel. Was hat der denn schon wieder gemacht? Der hat eine Pressekonferenz gegeben nach dem sogenannten Krisenaufarbeitungs-Alles-wieder-gut-Gipfel. Und ich weiß nicht, ich kann jetzt keinen Satz zitieren, aber so ziemlich alles, was er da gesagt hat, war einfach nur Panne. Und ich wollte Grindel schon immer mal für alles nominieren, was nicht so schön ist. Also ich finde, er hat absolut recht. Also ich schließe mich der Nominierung mit Grindel auf jeden Fall an. Es trifft immer den Richtigen. Ja. Ich denke, es hat sich sowieso auch langsam mal ausgegrindelt, wenn wir hier ehrlich sind. Ja, ich finde, ganz realistisch gesehen, muss man Grindel auch als Schimpfwort mal ins Gespräch bringen. Hier, weil ich sage ja immer, du Larry, eigentlich ist es total geil zu sagen, ey, du Grindel. Ja? Alter, guck mal, den Grindel. Hau ab, Alter. Alter, du Grindel, ey, was guckst du so? Ja, es ist, was ich denke. Rumgrindelt, hau ab, ja, cool. Ja. Hashtag ausgegrindelt, nicht vergessen, Leute. Hashtag ausgegrindelt, zählt weiterhin, solange er noch da ist. Auf jeden Fall. Ansonsten nominiere ich keinen, weil ich würde zu viele nominieren, wenn ich mir aktuell anschaue, was so in dieser Welt passiert. Deswegen versuche ich es einfach gleich ganz sein zu lassen und gucke in der nächsten Woche, wenn wir da so haben. Ich komme ja erst aus dem Urlaub. Ja, ich hätte in der Tat auch keinen. Ich habe auch versucht, die letzten Tage so ein bisschen was auszublenden. Grindel kannst du in der Tat immer machen, das geht immer. Ja, hervorragend. Dann haben wir eine Reihe von Nominierten. Es gibt dazu wieder eine Abstimmung. Geht auf, liebe Hörer, eintracht-podcast.de, klickt in die aktuelle Folge, stimmt ab und dann werden wir nächste Woche mal gucken, wer hier das Rennen gemacht hat. Da sind ein paar gute Kandidaten dabei, würde ich mal behaupten. Yeah. Aber darf ich mal was ganz anderes fragen, kurz? Yes. Ich habe ja vorhin jetzt gerade die Abstiegsprognose genannt. Habt ihr auch über Peter Ahren geredet, was der geschrieben hat, dass wir die super Überraschungsmannschaft sind der Saison? Ja, wo ich da hatte ich ein bisschen war. Angst. Ja, ich wollte nicht drüber reden, weil ich gedacht habe, umso mehr man drüber redet, umso... Ja, verselbstständigt sich der Ahrensfluch. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht werden wir es einfach ignorieren, die nächsten 33 Spieltage. Ich war ja ehrlich gesagt so in meinem Team Frankfurter Bescheidenheit, war ich ein bisschen gekränkt, weil ich meine, was ist daran überraschend, wenn wir jetzt, wir sind Pokalsieger, was geht da? Aber na gut, dann reden wir nicht drüber. Ja, ich meine... Es gibt ja momentan, also es gibt ja irgendwie zwei Lager, die einen, die sagen irgendwie Frankfurt wird die Überraschungsmannschaft und die anderen, die uns ja irgendwie seit 3 Wochen quasi den Abstieg zuschreiben und sagen, wir sind einer der Top-Abstiegskandidaten. Ja, und die sagen, wir werden Fünfter und das ist normal.
Also mir macht Arends Bewertung so positiv natürlich extrem Sorgen. Ne? Also das treibt mir wirklich, klar. Das treibt mir wirklich also ich habe Schweiß und Angst, ja, merkt das schon. Aber was soll man sagen, auch ein Peter Arends kann irgendwann mal richtig liegen. Ja, also ich meine, hat hier nicht alles falsch gemacht. Ich glaube, er hat den Beruf des Journalisten auch nicht gänzlich falsch gewählt, was schon mal positiv ist. Vielleicht hat er diesmal auch recht. Insofern freuen wir uns einfach und hoffen, dass es genauso kommt. Mhm. Mit lieber Skepsis. Ja, auch mal was, ja. Ich werde übrigens immer noch nicht fertig über Grindel. Jetzt habt ihr mich angestachelt. Jetzt muss ich wieder Grindel-Artikel lesen. Du kannst auch, und das kommt gerade eben noch im Chat als Vorschlag, du könntest auch Artikel über den Video Assistant Referee lesen. Ach, ganz ehrlich, ich weiß nicht, momentan bin ich noch nicht so abgefuckt. Also ich habe das jetzt am Wochenende alles erlebt. Das ist natürlich totaler Wahnsinn, was hier teilweise wieder in Deutschland passiert. Mit diesem Video Assistant Referee irgendwie bei der Weltmeisterschaft waren sie alle zufrieden und jetzt, oh Gott, die Fehlentscheidung. Naja, da war aber halt auch keiner irgendwie beteiligt, weil wie hatte Axel das bei 93 so schön gesagt, wenn da irgendwie, was weiß ich, Südkorea gegen, weiß ich nicht, da irgendwie der Mensch da an dem Bildschirm rennt und sich das anguckt, da ist das halt auch normaler Spielbetrieb, da kratzt mich das halt auch irgendwie gar nicht. Wenn das bei deinem eigenen Verein passiert, ist es natürlich immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Also ich bin noch zufrieden, ich kann nur sagen, im DFB-Pokal lief das alles sehr gut, ja, im Finale. Ja, definitiv. Insofern hat der VAR bei mir noch ein wenig Kredit. Ja. Schauen wir mal, was am Wochenende gegen Bremen passiert. Ob es dann noch wenig Kritik gibt oder nächste Woche auch bei uns hier viel Kritik. Mal sehen. Also die zwei Tore schießen wir ganz normal. Genau, und das dritte, weiß ich nicht. Dann lass uns doch mal über die Empfehlungen sprechen, die wir hier noch auf der Liste haben. Basti möchte unbedingt FIFA 19 empfehlen, habe ich gelesen. Nee, Pro Evolution kommt am Donnerstag raus, Leute. Ich habe es jetzt zweimal angekündigt. Ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Donnerstag Pro Evolution Soccer kaufen für mehr Spielqualität in Deutschlands Spielkonsolen. Grüße. Genau, nächste Woche dann Pro Evolution verkaufen und FIFA 19 vorbestellen. Der ewige Kampf. Dann habe ich noch zwei andere Dinge hier eingetragen. Bei beiden spielt Basti wieder eine Rolle. Das eine hatten wir vorhin schon, das ist die Kochsendung Fußball 2000. Wenn ihr sehen wollt, wie Knoblauchbaguette vom Grill nicht aussehen sollte, dann schaltet ihr da bitte ein. Hat ganz hervorragend geschmeckt, lass mich jetzt in Ruhe. Ja, das war mindestens so unfair wie der Einwurf. Ja, ich lebe jetzt zwei Jahre weniger dadurch, ne, weil ich alles verkokelt gegessen habe. Aber selbst die Sojawürstchen waren überaus lecker. Ja, also, es war alles gut. Und wer da noch nicht genug von Basti hat, der könnte sich nochmal das Spieltagsspezial von DAZN oder wie man auch sagt DAZN auf YouTube angucken zur Eintracht. Ging um das Thema Umbruch oder Absturz oder irgendwie sowas war das? Einbruch oder Umbruch. Einbruch oder Umbruch, genau. Dankeschön. Einbruch oder Absturz und ja, ich hatte den Titel schon wieder vergessen. Genau, da ist ein gewisser Basti Red, der seit 8 Jahren diesen Podcast betreibt, auch zu sehen. Ich auch. Ja, war eine schöne Formulierung. Genau, fand ich aber sehr gut gemacht. Also wer da nochmal so ein bisschen Einblick haben will, gibt auch eine relativ lange Passage mit Hübner. Kann man das hier mal empfehlen, sind glaube ich so knappe 15 Minuten auf YouTube. Also trotz Hübner kann man mal einschalten. Trotz Hübner kann man da mal einschalten, genau. Ich hau beides mal in die Shownotes und bin jetzt gerade etwas irritiert. Im Chat wird jetzt gerade über Sojawürstchen diskutiert. Habt ihr noch Empfehlungen, die Herren? Gut, du hast ja jetzt meine Empfehlung rausgehauen, was ich jetzt hier an den letzten Tage so getrieben habe. Insofern, lass mich mal überlegen. Doch, ehrlich gesagt empfehle ich euch, sorry, nochmal Eigenplug. Und zwar die neue Ringfuchs-Folge, ja, der Ringfuchs-Wrestling-Podcast. Denn da haben wir etwas veröffentlicht, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Und zwar geht es um Wrestler, mit denen, oder Ringkämpfer, kann man auch sagen, die uns überhaupt nicht interessieren, mit denen wir überhaupt nicht klarkommen. Also die vielleicht objektiv gut sind, aber unglaublich uninteressant sind, zumindest für uns. Und da gab es schon eine spannende Diskussion. Wenn ihr euch einschalten wollt, hört rein. Ich glaube, das ist eine gut gemachte Stunde, macht viel Spaß. Basti, dir hat es auch viel Freude bereitet, ne? Ja, ich hab mich in vielen Sachen wiedergefunden, in vielen Sachen war ich schockiert, wie ihr das gesehen habt. Sehr, sehr interessant, weil man auch selber anfängt nachzudenken. Und ich habe ja schon bei Twitter meine Meinung zu Seth Rollins geäußert. Das ist bei mir derjenige, an den ich als erstes gedacht habe, aber
Auch Edge ist so jemanden, wo viele Leute es bei mir nicht verstehen, aber ihr habt es auch genannt, das hat mich so ein bisschen beruhigt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil man das ja gar nicht rational erklären kann. Das ist immer sehr, sehr interessant, wenn man da andere Meinungen hört. Grüße an den Jesper. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende gehört. Ich habe vorhin erst angefangen und ich muss direkt eine Kritik loswerden. Da war eine wunderbare Chance für einen sehr schwachsinnigen und flachen Gag zwischen Booker T und der wird nicht oft gebuckt und du hast den schamlos auf der Straße liegen lassen, Marvin. Vielleicht sogar bewusst, weil der wäre sehr, sehr flach gewesen. Da muss ich den Marvin... Ich kam nichts. Ja. Ich wollte auch was empfehlen, aber ich schäme mich ein bisschen, weil wer Jazzplatten empfiehlt, muss echt alt sein und so fühle ich mich auch. Ich bin eigentlich kein Jazz-Heini. Ich höre eher so Nordwest-Rap, aber es gibt dieses nicht neue, aber neu entdeckte Album von Coltrane. Oh. Und boah, das ist geil. Also ich kann gar nicht mehr aufhören, dazu hören. Das ist einfach magisch. Und, okay. Wie gesagt, ich bin kein Jazz-Freak und habe damit relativ wenig zu tun. Ich höre das in meinem Aufzug. Das ist der absolute Hammer. Klingt gut, ja. Klingt gut. Hör ich doch gerne mal rein. Ja. Außerdem empfehle ich die Auslösung von der Euroleague. Oh ja. Freitag, 13 Uhr. Die ist am Freitag, ja. Genau. Und was wünscht ihr euch so? Weil wir kriegen ja schöne Gegner so. Bevor wir dazu kommen, ich habe hier noch, können wir noch mal kurz über Europa reden, habe ich noch eine Hörerempfehlung, die gerade im Chat kam, die ich nicht unerwähnt lassen will. Samstag, 1. September, das Rock gegen Rechts-Konzert in Frankfurt auf dem Opernplatz. Ja, absolut. Ja, ganz sehr wichtiges gut, Thema. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall macht Spaß. Ein paar gute Tracks, Acts dabei, will ich meinen. Also Fee finde ich zum Beispiel ziemlich cool, die habe ich auch schon mal gehört. Natürlich kennt jeder, der in Frankfurt irgendwie mal einen Fuß reingesetzt hat, Chantel. Also insofern, das sollte viel Bekanntes da sein. Wie gesagt, 1.9., stabile Sache. René, du hattest noch was? Nee, das war's. Das wollte ich nur noch mal einwerfen, weil der Benedikt das gerade im Chat geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Und dann können wir jetzt noch mal über Wünsche für Europa reden. Ja, was hast du denn für einen Wunsch? Er hat bei Fußball 2000 die Rangers, Glasgow Rangers, fände ich extrem spannend. Oder halt wirklich irgendwie sowas hier England, die Richtung. Das wären so meine Zwillinge, da würde ich mich richtig drüber freuen. Ich will auf jeden Fall nach Marseille, das lasse ich jetzt auch nicht mehr los, das habe ich jetzt immer gesagt. Ja, wir auch, ja. Marseille, Sevilla, Glasgow. Da bleibe ich auch dabei. Habe ich auch, glaube ich, im Hinterhof beim Grillen gesagt, nachdem ich mich fast verbrannt habe. Also, ich bleibe dabei. Marvin war, glaube ich, noch mit Trondheim und Mailand am Start. Oh, mit wem willst du die denn? Rangers ist super geil. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, in erster Linie St. Petersburg. Das ist eine ziemlich geile Stadt. Das ist eine ziemlich, ein ziemlich krankes Stadion. Ich war da noch nie. Und wir haben ja gerade gehört, die haben ja gar keine Weltklasse-Spiele, das können die gar nicht haben. Und deshalb machen wir ja auch noch platt. Wäre das aber, was Einfaches für uns, ja. Aber gerade nach diesen echt merkwürdig stinkenden Spielen da in Weißrussland, also beziehungsweise Rückspiel, das war ja eben, ich meine, wenn das sauber war, fällt mir auch nichts mehr ein. Aber ich wünsche mir St. Petersburg und Rangers und St. Petersburg weiß ich gar nicht, ob die im ersten oder im zweiten Topf dann sind. Wenn die im zweiten sind, dann wünsche ich mir ehrlich gesagt AC Mailand. Weil das ist spannend. Geiles Stadion, ja. Ja, auch das. Vor allem, wie gesagt, dann kommen wir auch noch weiter. Klar, das sind ja jetzt nur die ersten drei Gegner auf dem Weg ins Finale, ne? Ist auch klar, ja. Aber St. Petersburg wäre schon geil. Die Frage ist halt, mit dem Hinfahren wird es ein bisschen schwierig. Ne? Braucht man nicht ein Visum dafür? Ja. Ja, brauchst du. Müssen wir mal gucken. Aber gibt es da nicht immer irgendwie was, wo du dann irgendwie so Kurzzeitvisa oder irgendwas für so Spiele? Ich weiß halt nicht, ob Basti und ich eins bekommen. Das kriegen wir alles irgendwie hin. Okay. Wenn du das sagst. Ja, okay, weiß nicht. Aber Beşiktaş wäre im Übrigen auch gespannt. Das wäre auch geil, aber ich glaube, wir schaffen das nicht. Nee, sieht nicht so gut aus, ne? Also, nee, nicht.
Bergamo ist auch noch in der Verlosung, da sind die draußen. Oh ja. Geil. Bergamo ist ja doch da, oder? Bergamo wäre natürlich auch. Ich glaube, die aber sind es gibt viel Interessant Bergamo. Los. Ich gehe ja fest davon aus, dass... Die spielen jetzt in Kopenhagen das Rückspiel. Also ich gehe fest davon aus, 0-0 Hinspiel. Dass wir zwei Klötzer kriegen. Das wäre schon geil. Ja. London, ich finde England haben ja auch viele immer genannt, finde ich ein bisschen schade, weil ich die Vereine, die sich da qualifiziert haben, beziehungsweise der ihren Stadion nicht so interessant finde. Weil du hast einmal dieses seelenlose Emirates bei Arsenal. Für mich, für Eintracht-Fans, für die reisefreudigen Eintracht-Fans, zu kleines Stamford Bridge. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich lieber irgendwie gegen Liverpool oder Tottenham gespielt. Naja, gut, aber da kann ich alles haben. Ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielleicht drehe ich am Freitag hier ein paar Live-Videos, wie wir ausrasten, wenn gewisse Lose gezogen werden. Ich mein Interieur dabei zerstöre, vor Freude. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Also wir sind, ich habe gerade eben mal geguckt, wir sind in... Also bei uns steht es noch gar nicht fest, in welchem Topf wir sind, ne? Doch, die anderen Top 3. Habe ich irgendwo gelesen. Alter, Top 3, glaube ich, ziemlich sicher. Ja. Und der Rest ist aber halt, da gibt es viele Mannschaften, die können auch in Top 1, 2 oder 4 landen. Da gibt es welche, die können ein, also das ist sehr, sehr, also das ist noch von sehr, sehr vielen Variablen abhängig. Deswegen kann man da, glaube ich, man muss einfach abwarten, bis die Töpfe da sind. Dann kann man anfangen. Das ist ja eine Gruppe. Wobei, ich darf ich noch einen Wunsch äußern? Doch, das ist wichtig. Ich will unbedingt gegen Luhansk spielen. Das wäre so geil. Alter! Spaß dabei. die spielen ja irgendwie nicht da, wo sie herkommen, sondern woanders. Und das wird bedeuten, dass ihr Gegner nicht weiterkommt. Und ehrlich gesagt, tut mir nicht leid. Wäre schön. Aber ich komme mit der Dose einfach nicht klar, egal ob in Europa oder. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja. Grüße nach Salzburg. Nach Fuschel am See. Nee, nicht Salzburg. Was Salzburg ist ja, Salzburg schafft ja immer die Champions League nicht. Da sind ja auch wieder auf dem Weg. Wen hast du? Ja, gegen Leipzig. Ja, stimmt. Ja, ich bin auch ein bisschen durcheinander gerade. So viele Länder. Leipzig oder Salzburg, Hauptsache Red Bull. Ah, ich weiß nicht. Also gegen die würde ich vielleicht nicht nehmen. Naja, es wäre, ja, es ist alles gesagt, glaube ich. Wir haben, glaube ich, was auch geil wäre, wenn es wirklich Ende September noch wäre und du spielst irgendwo, wo Sonne und Strand ist. Das wäre natürlich ganz hervorragend. Da kann man nämlich noch ein bisschen länger bleiben. Grüße. Also langsam freunde ich mich mit dem Gedanken der Ukraine an. Ja? Also Luhansk, ja, wenn ich sehe gerade die Spiele in Saporischja, wenn ich das richtig sehe, das heißt... Die intensive Google-Recherche hat ergeben, dass ein Drei-Sterne-Hotel pro Nacht und nur 35 Euro kostet. Ja, ja. Also da geht schon was. Kannst du noch mal einen Tag dranhängen quasi. Also ich bin ja gerade die letzten Wochen echt oft in der Ukraine gewesen und bin es jetzt irgendwie demnächst auch wieder beruflich. Das ist der Wilde Osten. Das ist im schlechtesten Sinne und im besten Sinne. Das ist einfach ein unglaublich aufregendes Land mit echt spannenden Leuten. Und allein deswegen schon lohnt sich das, auch wenn das... sagen wir mal, architektonisch ein bisschen sowjetisch anmutet immer wieder. Aber das ist echt spannend. Und, okay. und wie gesagt, meine Hauptmotivation wäre sowieso ganz was anderes. Dass der Dosenverein nicht mitmacht. Genau. Aber wäre schön. Ich glaube, da kann man was machen. Okay, also ich habe ein bisschen Angst, dass Basti und ich da nicht mehr lebend rauskommen. Also da kommt ihr eher lebendig raus als aus St. Petersburg. Ja, okay, alles klar. Ja gut, das kann durchaus sein, ja. Naja, okay. Aber gute Tipps dabei, würde ich sagen. Ja, ich frage schon mal bei der Polizei nach. Macht's gut. Oh, großartig. Großartig, großartig. Ja, dann haben wir doch hier eine ganze Reihe von Vereinen, die wir uns wünschen würden. Dann sage ich da an dieser Stelle einmal vielen Dank. Und dann sind wir quasi auch schon am Ende dieser beschaulichen kleinen Runde. Und mit vielen Dank, dass du spontan ganz spät hier noch dazugekommen bist. Entschuldigung nochmal, ich war wie gesagt beschäftigt im Kinderzimmer. Alles gut. Alles gut. Genau, ihr da draußen, liebe Hörer, habt ausreichend Hausaufgaben. Ihr müsst euch ganz viele Dinge auf YouTube angucken. Ihr müsst für den Dummschwätzer nächste Woche abstimmen. Ihr müsst auf jeden Fall am Freitag Daumen drücken bei der Pokalauslosung, dass da was Feines bei rumkommt. Und ihr müsst am Samstag die Eintracht zu Hause gegen Werder Bremen anfeuern. Und wenn ihr all das gemacht habt, dann ist die neue Woche und dann senden wir in gewohnter Art und Weise wieder. Und bis dahin wünschen wir euch viel
Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.